Hallo und herzlich willkommen bei Die Therapie. Mit ihren beiden Spekulatius-Schwangeren sich auf Weihnachten freunden! Therapeuten und zu Therapierenden, hier sind Julian Leithoff. Und André Georg Ho-Ho-Ho-Hase. Oh, den hast du dir spontan ausgedacht, ja, oder hast du dir letzte Nacht durchgemacht mit einem achtköpfigen Kreativteam? Ja, ich wollte eigentlich schon früher Pause beantragen hier, weil das einfach so viel Zeit gekostet hat, diese Vorbereitung. Kleiner Blick direkt mal hinter die Kulissen. Weißt du, was ich bei uns beiden immer richtig witzig finde? Also es ist ja nicht so, dass ich einfach hier reinkomme und die Aufnahme beginnt, sondern wir unterhalten uns ja halt eben auch vorher schon die ganze Zeit. Und dann, ich finde, es sind unterschiedliche Folgen, ob wir den Jingle, den ihr immer am Anfang hört, ob wir den auch hier hören. Oder wir haben ja auch schon Folgen gemacht, wo man einfach so, Jingle, kannst du dir ja jetzt vorstellen, kommt jetzt. Und dann machst du manchmal noch so, und dann fängt man halt einfach so an zu reden. Aber das ist halt eben, dass wir dann auch so umschalten immer, weißt du? Ja, also nicht verstellt, aber dass man dann halt plötzlich in so einem, hey, jetzt reden wir auch mit anderen. Und deswegen, ich glaube, es ist auch wichtig, dass dieser Jingle kommt, ja, für uns. Dass man ich finde auch, die Folgen sind besser, wenn der Jingle vorher auch hier live läuft. Ja, wir hatten ja schon öfter überlegt, was könnte eine gute Folge und eine schlechte ausmachen, und vielleicht ist es einfach der Jingle. Ja? Mal gucken, wenn diese Folge gut wird, dann haben wir die Lösung, weil wir haben den Jingle diesmal auch gehört und der Jingle macht einfach so gute Laune. Wobei, das war eigentlich gar nicht so sehr geplant, aber du guckst mich schon so an. Ja. Ich weiß nicht, ob wir an das Gleiche denken. Ich weiß es auch nicht. Ja. Denn rund um diesen Jingle hat es intern auch schon Feedback gegeben oder eine Nachfrage. Ja, ja. Und das hatte ich mir eigentlich erst für die zweite Hälfte von heute so aufgehoben. Aber wo wir über Jingle Julia und. Julian Leithoff mit einem achtseitigen Skript heute hier anwesend. einem achtseitigen, der Teleprompter läuft schon heiß. Ja, ich muss ihn gerade mal anhalten und forwarden. Und zwar. Das ist aber ein schönes Gedicht, das du da noch mir zu Ehren geschrieben hast. Das trägst du auch nachher noch vor. Ne? Ich habe es jetzt schon gesehen, aber ich tue überrascht. Ja. Sehe ich André Georg Hase, bin ich voller Ekstase. Denn er lächelt sehr, sehr froh und macht Witze auf hohem Niveau. Hey, Julian Leithoff, Reimgott. So, das habe ich jetzt auch vorgezogen. Ja, sehr schön, sehr schön. Ja. Also ich habe mir die letzte Woche Urlaub genommen und jetzt... Letzte Woche Urlaub. Ist schon alles... Familie nicht viel gesehen. Das sollte eigentlich ein schöner Skiurlaub werden. Aber Papa muss für den Podcast noch was vorbereiten. Ja, ich habe sogar noch was vorbereitet. Ja, aber das kommt auch später. Ich muss ja alles raushauen. Julian Leithoff in der letzten Folge vor seiner wohlverdienten Winterpause, dreht er jetzt nochmal richtig auf. Ja, und Punkt ist, ich muss direkt am Anfang ein Geständnis machen. Ne? Und das passt vor allem insofern ganz gut, weil gerade Deutschland einen anderen Hochstapler entlarvt hat und du das scheinbar ja gar nicht mitbekommen hast, weil ich hatte vorhin so jetzt 30 Sekunden vor der Aufnahme gesagt, ja, hier, dann Thema Relotius. Und du hast, weil wir auch von Hörern darum gebeten wurden. Genau, unser Hörer Daniel Michels heißt er, glaube ich. Ja. Ja. Netter Kerl, kenne ich aus der Etavox Ehrenfeld-Armee noch. Trotzdem netter Kerl. Ja, waren nur nette Kerle drin. Natürlich. Die super netten, mega coolen, harten, krassen. Du kannst halt auch nicht unironisch rüberbringen. Aber gut, lassen wir das. Ja. Da mische ich mich nicht ein. Nein, was das angeht, mache ich mich... etwas medium rare. Okay, ja, bitte. Ja, was ist denn jetzt mit dem? Also Relotius, wurde das dir nicht bei web.de angezeigt, André? Nee, bei web.de ging es diese Woche einzig und allein um Weihnachtsgeschenke und was ist irgendwie gut und sowas. Und wahrscheinlich irgendwas mit Titten und kommt weiße Weihnacht. So hoch sind die Chancen auf weiße Weihnacht. Okay, nee, aber im Spiegel Verlag hat sich ein Skandal ereignet, nämlich der von Preisen nur so überhäufte Shootingstar, den, wenn man nicht in der Szene angehört, wahrscheinlich noch nie gehört niemand hat. Gehört hat. Klaas Relotius. Ich dachte mal, das wäre auch ein Name, über den man gestolpert wäre, wenn oder das merkt Relotius. Das ist halt genauso, in der Werbebranche gibt es den Art Directors Club und die machen auch jedes Jahr halt so eine Riesengala, wo dann so die kreativsten Kampagnen ausgezeichnet werden. Und dann, ne, ich kenne ja viele Leute auch aus dem Silberpreis Bereich. Also schon mal. Ah ja. Aber da ist ja dann auch das Ding, die Firma, die es halt nur beauftragt hat, die gewinnt das ja dann eigentlich. Und irgendwo so ganz weit unten taucht dann so aus, eigentlich hat Julian Leithoff alles gemacht. aber da ist dann auch immer das Ding, wenn dann da Leute so, ich war einmal auf so einer Party, einmal und nie wieder, wenn dir dann die Leute da das so erzählen und du denkst dir halt, und ja, hier schon 8 goldene Nägel gewonnen und sowas, wo ich dann auch so denke, ja gut,
noch nie davon gehört, noch nie von der Kampagne gehört. Und weißt du was? Ich arbeite sogar in dem Bereich. Wenn ich jetzt einfach nebenan zu McDonald's gehe, dann haben die Leute noch nicht mal vom Art Directors Knopf gehört. Das ist ein Preis, der niemanden außer dir interessiert. Ja, und da gewinnen eben ja genau diese Sachen, wo ja auch alle wissen, dass da auch das gefaked ist. Da wurde dann, total, weil das sind dann halt so Sachen, ja, da wurde dann in Wien für 3 Minuten irgendetwas installiert. Ja, oder dann hast du irgendwie die Anzeige, die dann total kreativ ist, die wird dann halt so im Metal Hammer, was halt so keiner liest, da wird die dann halt. Also vielleicht, wer einfach Bock auf kreative Werbung hat, einfach mal den Metal Hammer kaufen, da sind sie alle drin. Stimmt. Und die Sachen sind dann auch von vornherein nur darauf angelegt, dass man halt sagen, genau, kann, du musst ja, halt einfach sagen, ist gescheitert. Das kam dann, genau, das lief das dann im Print. Im bezahlen ja auch Agenturen, also es wird ja meistens auch nicht vom Kunden bezahlt, sondern du musst denen noch um Erlaubnis bitten, so, hey, wir hätten hier eine total witzige Idee, dürfen wir das dafür für uns benutzen und so, ja. Und die, gleichzeitig, warum fahren die Agenturen so darauf ab? Weil das ja das Ranking, so die kreativste, genau, Agentur Deutschlands. Und dann kommt, halt irgendwie Danone auf dich zu und sagt, ja, wir haben gesehen, sie haben ja jetzt hier bei den Cannes Lions total abgeräumt und hier super krasse Kreativkampagne, wir würden ihnen gern unseren Etat geben, und dann machst du da vielleicht auch einen Vorschlag, der nur halb so kreativ ist, wie das, weswegen sie auf dich aufmerksam geworden sind. Und dann sagen die, nee, wir wollen schon, dass die Frau auch die Augen zumacht, während die den Löffel Joghurt isst. Ja, das muss schon, der Genussmoment muss schon da sein. Ja, und im Spiegel hat eben dieser Klaas Relotius, war so der... Was ist das für ein Name überhaupt? Der Nachwuchs-Shooting-Star, ein sehr bescheidener Mann, der jetzt entlarvt wurde, dass, also der hat ganz viele Reportagen gemacht aus Syrien, Südamerika, Mittelamerika etc. Und alles hat immer in Ostdeutschland gespielt. Hat wohl so eine sehr bildhafte Sprache. Und jetzt kam aber raus, dass all die Details hier sich immer, die das so beschrieben haben, ja, ein Kind spielt in den Trümmern, sie singt ein syrisches Lied über irgendwie die Hoffnung und nach Frieden. Singt und Here Comes the Sun von den Beatles. Und in Wahrheit hat sie halt irgendwas von Rihanna gesummt. So, ja. Und hat sich viele Storys einfach ausgedacht. Und aber dann so komplett oder dann nur so die Details ausgeschmückt? Das ist jetzt, also es ist ja ganz frisch News, ja. Das, und deswegen unter jedem Artikel, der jetzt noch irgendwie online verfügbar ist, einfach so gekennzeichnet, hey, das Achtung, ist auch Achtung, ein Relotius-Artikel. Genau. Aber es scheint wohl so einer seiner Erzählmotive ist wohl immer dieses Singen gewesen. Also deswegen stand irgendwo, also gerade die Berichte, in denen gesungen wird, ja. Das ist vermutlich Achtung, dann erdacht. Achtung, ja. Ja, und das ist wohl, weil es natürlich, es gibt so einen ganzen Dokumentarapparat beim Spiegel, die irgendwie die Redakteure immer kontrollieren, und das hat alles versagt. Und also gestern hat er alle reingelegt. Auf der Spiegel-Online-Seite waren wirklich so die ersten 5 Artikel waren nur über Relotius und so Offenlegung und natürlich so jetzt mit dem Ziel, auch so bewusst transparent damit umzugehen. Und ich meine, der Typ ist auf jeden Fall erledigt. Auf jeden Fall. Und wieso komme ich dazu? Aber vielleicht schreibt er ja jetzt einen guten Roman oder so. Und der basiert dann, aber da kommt dann so hinterher raus, das war gar nicht fiktional, das ist alles echte Tatsachen. Relotius! Oder ich habe gedacht, wenn der so stark ist mit irgendwie so sich Lieder aus dem... Könnte der auch über uns Ohrwürmer machen. Also, Klaas, ich mache das jetzt offiziell. Ja, ich entscheide das jetzt hier einfach mal für uns beide mit. Klaas Relotius, wenn du hier gerade zuhörst, du hast ja wahrscheinlich gerade viel Zeit. Ja? Das Telefon steht nicht still. Dann hört man ja Podcasts schön im Flugmodus. Ja? Dass keiner mehr drankommt. Wenn du Bock hast, melde dich doch einfach mal. mail@die-therapie.com. Wir können hier immer gute Songschreiber gebrauchen. Ja? Ne, kannst du bei uns einsteigen, Radio-Comedy. Ja? Da guckt auch keiner so genau hin, was man da wirklich macht. Ja, und warum kommt dieses Thema überhaupt zur Sprache? Du hast jetzt, nachdem du verstanden hast, worum es bei Relotius geht, hast du ja vielleicht schon die Vorahnung, weil ich habe dir ja schon von der Mail berichtet. Und möchte das hier einfach einmal kurz vorlesen vom Daniel Kipp. Ja. Die E-Mail hat die Überschrift Klauerei. Auch ein sehr, sehr schönes Wort. Ausrufezeichen. Hallo André und Julian. Ich höre euren Podcast nun schon eine Weile sehr regelmäßig. Wegen euch sympathischen Zweien musste ich bereits häufig beim Autofahren laut lachen. Ich genieße dieses regelmäßige sonntägliche Ritual sehr. Nun ist etwas Empörendes passiert. Ich war heute bei der Frühschicht und bin anschließend meine Eltern besuchen gefahren. Dort passierte es. Nach der Begrüßung aller Blutsverwandten und dem Hund konnte ich mit meinen Ohren etwas aus dem Fernseher hören. Gut, dass der hören. Hund kein Blutsverwandter ist. Der ist ja nicht aus dem Saarland. Oh. Was mein Blut in der Adern gefrieren ließ. Aber das ist Julian Leithoff. Neo-Magazin-Niveau. Ja.
Und das ist aus Andres Mund immer nur ein Kompliment zu verstehen. Eben. Auf der Rückreise von der Frühschicht habe ich begeistert euren Podcast gehört und im Fernsehen kam eine bekannte Melodie. Oh. Euer Jingle war in leicht abgeänderter Form auf RTL zu hören. Ich kann es euch mit einer Quelle beweisen. Und hier ist jetzt der Link. Ja, du bist ja ein Naturtalent. Super. Ich werde auch Bauer. Der Gemeinderat ist begeistert. Aber Sonja und ich müssen so langsam wieder Richtung Ofen. Auf so einem Hof vergeht die Zeit echt wie hinterm Pflug. Ich meine natürlich wie im Flug. Oh, der riecht aber sehr lecker. Okay. Wer hat geklaut? Tja. Ich meine mich zu erinnern, wie Herr André dem Herrn Julian gelobt hat für seine Komposition. Hat RTL geklaut? Dann erwarte ich eine böse und witzige E-Mail. Hat Julian geklaut? Dann erwarte ich eine Entschuldigung. Ein interessierter Fan, Daniel Kipp. Ja, Daniel. Ist Julian Leithoff, der Klaas Relotius, ja, der Podcast-Intro. Und ist Daniel Kipp vielleicht hier der Investigativjournalist, der der Mogelpackung Julian Leithoff jetzt hier endgültig auf die Schliche kommt? Julian, du hast es mir ja schon gesagt, ja? Lass es jetzt gleich, löse mal auf, ja? Und dann sag ich mal was dazu. Ja. Also, erstmal finde ich, wenn man sich die Folgen anhört, wo du mich hier irgendwie als großen Komponisten darstellst, dass ich da auch immer sehr defensiv, bodenständig zurückhaltend reagiere. Bodenständig zurückhaltend, bescheiden. Ja. Und kann ich alles. Ich habe das aber schon immer versucht zu erläutern, dass bei diesen Jingles, ja, da gibt es Datenbanken, die frei verfügbar sind, ja, bei denen man sich sogenannte, ich glaube, das heißt dann Snippets oder, also wo man halt, so wie du auch mit anderen so Musikmach-Software, da hast du dann ja auch immer so, wie gesagt, mir fällt gerade das Wort nicht ein, aber diese kleinen Ausschnitte, Samples. So. Samples. Und dass du daraus dir deinen eigenen Song mixt. Und da gibt's eben dieses und dabei hört man ja bei uns auch noch einen mega fetten Beat und alles. Den hast du aber selber gemacht, oder? Ist ja, es sind auch sehr. Ja, wohl nicht. Ja. Also ja, aber André, aber was aber denkst bist du denn? Du bist ja gar kein Musiker. Doch, weil ich das. Du bist ja ein DJ. DJ Julian Leithoff, ja. Ja, und genauso dieses Lass es raus und so, das sind halt. Das ist auch nicht echt, oder was? Was heißt, es ist nicht echt? Ja. Das ist frei verwendbar. Es ist also nicht geklaut. Also, wenn jetzt hier. Soundtechniker, Julian Leithoff. Wenn jetzt hier eine Brotstulle liegt, ja, und da steht, nimm sie. Dann habe ich sie ja nicht geklaut, wenn ich sie nehme. Nee. Aber also als Komponisten würde ich dich dann auch nicht bezeichnen. Wir können ihn ja leider nicht mehr fragen, weil er tot ist, aber auch zu Lebzeiten ja nicht mehr so gut gehört hat. Ja. Aber ich nehme an, Ludwig van Beethoven hat jetzt nicht seine Sinfonien mit irgendwelchen Soundsamples zusammengebaut. Stopp. Alle Lieder, also sowohl die... Alle Beethoven-Lieder sind von Audio Jungle. Ja. Wenn man genau hinhört, hört man Freude schöner Götterfunken und dann immer das Audio-Wasserzeichen. Audio Jungle. Dass alle Lieder, die ich selbst geschrieben habe, also das also eins. Nein, aber die und als Julian Leithoff veröffentlicht. Mit der wir ist die Melodie, mit der wir im Radio arbeiten, die hast du aber gemacht, oder? Die habe ich gemacht. Okay. für die wir ja auch GEMA kassieren. Ja, oder? Genau. Ja, aber warum? Das ist doch wohl. Na, wenn das da so kommt. Nein, deswegen, wir reden hier nur von diesen Jingles, die für mich ein Riesenaufwand waren, das irgendwie so abzumischen und so. Ich kann ja gerne mal... Ein Riesenaufwand, den zum Beispiel, und da gibt's nochmal ein Lob jetzt zum Jahresende, Jasmin und Richard Klein für Gäste-Punchline einfach auf sich genommen haben. Ja. Ja. Also sollen... Habe ich auch nie behauptet, dass das von mir ist. Achso. Nein, aber also wir sind rechtlich im freien Bereich, aber dir geht's jetzt ja eher so um das Moralische. Ja, und wie immer geht's mir um das Moralische. Natürlich. Ich bin ja hier der moralische Zeigefinger dieses Podcasts. Also diese Jingles sind basierend aus diesen Samples aus Datenbanken, aber sowohl die nächstes Jahr releasedes Hitsingle Ice Tea in the Rain ist alles von mir komponiert,
genauso wie Ohrwürmers, als auch alle Songs von Julian Leithoff, es sind nur diese Jingles, die halt auch so diesen Jingle-Sound haben. Ja. Also das ist ja was anderes, als ich kann Melodien, ich kann halt hier irgendwie jetzt rumklimpern und so. Ja. Aber dieses... Schon krass, aber es liegt auch so ein bisschen an mir, weil bei mir, und das ist jetzt nicht nur für dich exklusiv so, aber bei mir reicht es halt, wenn man mir so eine kleine Information gibt, und dann blase ich die Leute ja so künstlich auf. Also bei dir war ja auch immer so, ja, der Julian, der hat ein 1.0er BWL-Studium an der Elite-Universität gemacht. Und dann irgendwann meinst du so, ja, also ich war halt, hab halt BWL studiert, ich habe auch einen guten Abschluss gemacht, aber ich habe jetzt keinen 1.0er Abschluss. Genauso wie ich dich auch damals bei dem Pitch so verkauft hast. So, Multi-Instrumentalist, ja, also Klavier, Schlagzeug, Percussion, Gitarre, Bass und so. Und meinst du ja irgendwann so zu mir, ja, ich hoffe halt, dass jetzt nicht irgendwann mal jemand kommt und sagt, ja, du kannst doch Gitarre spielen oder so. Das kann ich nämlich gar nicht. Nee, wobei, ich glaube, da hast du es sogar recht clever gemacht. Du hast halt gesagt... Multi-Instrumentalist. Genau, und dann Klavier, Percussion, Schlagzeug, Ukulele, ach, was weiß ich alles. Ja. Aber mit dem... Aber das da war, hat, genau, da hat es halt aufgehört. Das war es dann auch. Und dann, genau, ich weiß, und da haben wir dann ja auch... Immer sagst so, Julian, professionell ausgebildeter Musical-Darsteller. Deswegen, du... Und dann ist, weißt du, dann ist es ja schon... Im Raum, so, ja? Und dann ist natürlich... Dann willst du natürlich auch nicht relativieren, ne? Dann will und ich sagen, auch... Also ganz so ist es jetzt nicht. Ne? Nee, statt Relation wollte ich Relotius. Ja, genau. Und Daniel Kipp hat es entdeckt. Ich würde noch nicht mal sagen enttarnt oder so, sondern... Ich sag enttarnt. Danke, Daniel. Ja, ja. Wir werden sehen, ob es nach dem Winter-Special hier noch zu zweit weitergeht. Das muss ich jetzt auch für mich dann erstmal rausfinden, ob ich das hier noch moralisch vertreten kann. Ja, also ich erlaube mir ja auch mal den ein oder anderen Ausreißer nach oben, aber solche Klopper erlaube ich mir nicht. Bei mir weiß man, was man kriegt. Ah, du wurdest ja schon enttarnt, dass du bei Gäste-Punchline-Leuten falsche Feedlines in den Mund gelegt hast. Und der ist auch noch Jude. Das ist auch ganz, ganz, ganz dünnes Eis. Ja. Okay, also deswegen, lieber Daniel, herzlichen Glückwunsch. Und also RTL und ich haben einfach die gleiche Datenbank, was für mich heißt, dass es auf jeden Fall ein Premium-Produkt ist, wenn ich mich damit bediene. Aber vor allem, Daniel, du musst zugeben, so wie ich es abgemischt habe, klingt es tausendmal cooler als in dieser Reportage. Ja. In dieser Reportage. Also Daniel, du hast gehört, du musst das jetzt zugeben. Ja. Ich kann ja vor allem mal, ich würde sagen, wir schließen diese Folge später mit dem Ursprungsjingle. Also das ist auch wieder diese Fanfaren, aber es ist ein bisschen anderes Feeling, was da auftaucht. Ja. Ja, kannst ja dann auch noch alle anderen Songs, die du so komponiert hast, hinten dranhängen. Nee, Icy in the Rain hast du eben angesprochen. Mir wurde ja auch eben ein Coverfoto, ein vorläufiges oder ist es schon final? Das vorläufige wird das Finale bestimmt. Finale Single, okay. Krieg ich da eigentlich auch was? Idee kam ja von mir, ne? Was? Ja, Julian, das ist sogar nachzuhören, ja. Und wie der Podcast wird jetzt im Nachhinein geschnitten, ja. Initiale Idee, absolut André Georg Haase. Urheber André Georg Haase, das steht da irgendwo. Ja, aber nicht verklage ich dich. Wir können dann weiter den Podcast machen. Auch wenn Gegenteil, André, ich finde, dass diese ganze Aktion ist doch ein Geschenk und quasi Liebeserklärung an dich aus ehrlich? Diesem. Aus diesem. Dann bin ich auf dem Cover. Also wenn es mal ein Booklet gibt, dann schreibe ich auf jeden Fall Inspired bei André. Aber dann halt eben auch so vorne drauf, es ist ja ein eher humorvolles Foto und sowas. Und der Song ist ja auch eher so ein humorvoller Song. Und dann innen drin fände ich es dann aber gut, wenn dann da von mir so nachdenkliche Schwarz-Weiß-Bilder oder sowas wären. Mit einem Vorwort von André Georg Haase. Und das dann auch so richtig so nachdenklich geschrieben und so, ja. Ein bisschen melancholisch, ja. Inspiriert von Frédéric Chopin. Mann, ey, wenn jetzt, weißt du, dann mache ich mich ab in die Winterpause und beende das Ganze wirklich in so in diesem Hochstapler-Modus. Das ist mir natürlich jetzt schon sehr unangenehm. Kannst ja vielleicht einfach die Winterpause dafür nutzen, um mir mal so zu überlegen, will ich so sein? Will ich 2019 vielleicht nicht einfach mal ein besserer Mensch sein, der nicht mehr klaut, der nicht mehr hochstapelt? Julian, weil du genügst ja so, wie du bist, weißt du? Ach, aber die Jingles, dann hätten wir halt immer so Lieder-Jingles. Das wäre doch. Oh, die Therapie, oh, oh. Weißt du, das wäre doch. Das auch nett. Wir behalten ja jetzt auch den Jingle. Das ist ja auch okay. Also, ich kann's akzeptieren. Ich werde jetzt allerdings jede Folge dann im neuen Jahr damit eröffnen,
dass ich nochmal darauf hinweise, dass dieser Jingle nicht von dir ist. Auf gar keinen Fall. Hallo und herzlich willkommen zur Therapie. Der Jingle ist im Übrigen nicht von Julian Leithoff, sondern aus einer Sounddatenbank. Du hast die Erlaubnis dann in einer André-Solo-Folge, dann kannst du das irgendwie komplett beleuchten. Sollen wir das kurz als Aufhänger nehmen? Ja, genau, machen wir. Es gab ja das Sommer-Special, ne? Und es wurde ja auch an mich herangetragen, dass jetzt nicht jeder ein Fan des Sommer-Specials war. Ich kann jetzt hier alle beruhigen. Es wird ein bisschen anders werden. Wahrscheinlich werde ich alle Folgen alleine machen. Aber ich habe auch gemerkt, wenn man nur alleine in so einem Raum sitzt und redet, dass ich das auch nicht so gut kann. Das heißt, ich möchte gerne auf jeden Fall mit jemandem interagieren. Und die erste Folge von mir allein wird ja am 30.12. veröffentlicht. Und das ist ja eigentlich das geilere Silvester, ne? Der 30.12. Ja. Ne? Da kann man dann sich schon mal richtig schön warm trinken oder schon mal so besaufen, dass man dann einfach an Silvester sagt, ich glaube, ich bleib daheim oder so. Ja. Und genau das möchte ich mit euch machen. Ja? Ich werde eine Folge machen, die nehme ich dann natürlich nicht erst am 30.12. auf, aber da erscheint die. Und da wird einfach mal ein bisschen Alkohol getrunken. Sebastian Mergel von der Berliner Bierfabrik hat schon angekündigt, dass er mir Bier zuschickt. Das heißt, es wird auch eine Bierverkostung währenddessen geben. Es wird andere alkoholische Getränke geben. Also wäre sowieso nichts für dich gewesen. Obwohl wir ja jetzt mittlerweile wissen, dass ein guter Cocktail immer auch ohne Alkohol funktioniert. Ne? Werde mich da ein bisschen betrinken mit euch. Und ihr könnt euch einfach da mit mir betrinken. Und ich biete jedem Hörer an, ja, ich will nämlich dann auch während der Aufnahme die Hörer anrufen. Ein paar Leute, die ich jetzt auch schon ein bisschen persönlich kenne, habe ich schon darüber informiert. Die stehen schon bereit. Die werden dann von mir angerufen werden. Den genauen Termin wird es noch geben. Wenn ihr jetzt hier zuhört und sagt, hey, ja, das ist doch bestimmt witzig, dann schickt mir doch einfach eure Nummer zu. Ihr könnt es mir bei Facebook als PM, sagt man. PN ist dann Deutsch, ne? Persönliche Nachricht oder PM, Personal Message. Ja, könnt ihr mir schicken, oder wenn ihr nicht bei Facebook seid, einfach ans Therapietelefon, was ja bei jeder Folge steht, oder einfach an mail@die-therapie.com mir eure Telefonnummer schicken. Ich schwöre euch auch, Datenschutz, alles wird eingehalten. Wir haben hier ein 18-köpfiges Datenschutzgremium. Ja. Das bei den Jingles ähnlich versagt hat wie der Spiegel beim Relotius. Ja? Ja. Also gegen gewiefte Hochstapler wie Julian Leithoff ist das natürlich nicht. Moralisch intakte Menschen wie André Georg Haase, da wird das funktionieren. Auch wenn der Jingle nicht von dir ist, hätte ich gern ein kurzes Lass es raus. Warte kurz. Lass es raus. Oh, lass es raus. Wäre das wirklich besser? Nein, wäre es nicht. Es kommt aus der Datenbank. Thema Datenschutz. Was soll das eigentlich? Wann wurde eigentlich aus dem vielleicht ja sogar irgendwo auch ganz ehrenhaften Thema Datenschutz einfach nur ein Vorwand, um so eine null-lösungsorientiert Haltung anzunehmen? Ich war letztens bei dem Hautarzt, der kam hier schon mal vor und wollte einfach nur für meine Freundin ein Rezept da abholen. Vorgeschichte. Meine Freundin war schon da, hatte das Rezept bekommen. Der Arzt hat dann vergessen, das Rezept zu unterschreiben. Das heißt, das Rezept war da. Es ging nur noch um eine Unterschrift. Und dann musste ich mich da mit dieser Rezeptionistin fast auf dem Boden rumrollen und die verprügeln, bis die mir endlich diese Unterschrift gegeben hat. Die saß halt wirklich da und meinte so, ja, Datenschutz, ich darf Ihnen ehrlich gesagt noch nicht mal wirklich sagen, ob Ihre Freundin wirklich hier ist. Und dann meinte ich, ich weiß, dass meine Freundin hier ist. Hier ist das Rezept. Jetzt unterschreiben Sie es. Und dann fing die halt auch noch so an, sich zu ihrem Kollegen umzudrehen. So, oh, er ist jetzt schon wieder da. Oh, jetzt hat er seine Freundin angerufen und so. Oh, Sie machen es aber auch kompliziert. Wo ich mir dachte, nein, ich mache gar nichts kompliziert. Sie machen Ihren Scheißjob nicht. Unterschreiben Sie das blöde Rezept und lassen Sie mich diese Hautcreme holen. Da geht es nicht um Morphium oder sowas. Ja? Da geht es halt um eine verdammte Creme. Ja? Wie oft diese Creme und alles drumherum schon Thema in diesem Podcast war. Ich habe auch gesagt, du musst den Hautarzt wechseln oder du gehst da immer nur noch hin. Ja? Ich kann mich natürlich da nicht mit der prügeln, aber ich war auch wirklich kurz davor, irgendwas von diesem Tresen, da stand so ein Weihnachtskranz, so auf den Boden zu schmeißen oder so. Dann habe ich halt irgendwann doch die Unterschrift bekommen, habe ihr auch keine frohe Weihnachten gewünscht. Fick dich, Datenschutz und du dumme Tusse an der Rezeptionistin. Das war? Lass es raus.
Lass es raus, lass es raus. Ich finde es aber auch witzig, vor allen Dingen, aber halt eigentlich, wenn es dann auch so zackig in Lass es raus wird, weil es halt einfach nur geschrien wird und dann Lass es raus, wenn sich das halt wie so eine US-amerikanische Sitcom aus den 80ern anhört, so eine Familien-Sitcom oder so. Spannend finde ich ja bei dem Thema. So eine österreichische Sitcom, Lass es raus, aus dem Keller vielleicht. Dark. Gut, ja. Spannend finde ich da ja, dass das zum Beispiel, hatte ich jetzt letztens mit der Bank telefoniert und dann hieß auch nicht hier, wir müssen erstmal Datenschutzabgleich. Oh, ich hasse das alles. Stopp, Ihr Geburtsdatum. Genau. 17. März, 88. Ja. Okay, danke, dann können wir jetzt ja über alle Details sprechen. Ja. Okay, das ist wirklich, dieses System ist nichts von jemand anders als mir. Genau. Zeigen. Oh nein, ich weiß seinen Geburtstag nicht. Ah gut, er hat ihn bei Facebook angegeben. Ja. Ist ja auch im Übrigen witziger Fun Fact. Witziger Fun Fact vor allen Dingen, kein trauriger Fun Fact. Julian und meine Freundin haben am gleichen Tag Geburtstag. Stimmt. Ja. Und deswegen... deswegen verstehen wir uns auch so gut. Oder auch nicht. Ja, also vor allem, jedes Jahr aufs Neue definiere ich natürlich, wird er sich endlich für mich, für meine Geburtstagsparty entscheiden? Genau, ja, wird er endlich sagen, du, André, du musst dich mal entscheiden, du, deine Freundin oder genau. Ich. Genau, Schatz, tut mir leid. Letztes Jahr war ich bei dir. Genau, es wechselt einmal durch. Ja, ne? Wobei, ich war mal auf einem Geburtstag von einer, die ihren Geburtstag nachgefeiert hat und zu Gast war jemand, der an dem Tag Geburtstag hatte und keiner außer mir fand das komisch. Aber wärst du da gewesen, hättest du es auch komisch gefunden. Total. Weil dann auch alle, Happy Birthday, und dann halt sie besungen haben. Und er dann auch so mitgesungen. Und er so, ich feiere ja in 2 Wochen erst. Ach so. Ja, okay. Aber heute bin ich hier, obwohl ich heute Geburtstag habe und ihr alle auch hier seid. Ja. Nee, gratuliere. Hätte doch eigentlich, Sparfuchs Julian Leithoff hätte doch dann gesagt, ja, ist doch super, Geschenke. Und dann würde ich einfach so zu der Partyveranstalterin sagen, so, ja, dann bringe ich noch einen Ginger Ale mit, den ich dann komplett alleine trinke. Denn gute Cocktails funktionieren auch ohne Alkohol. Die besten. Die besten. Nur die besten. Und wie jeder weiß, sind Fruchtsaft-Cocktails die allerbesten Cocktails. Ja? Und die, wo noch so ein ganzer Obstsalat oben dran hängt. Ist das dann eigentlich was? So diese ganze Deko, so Deko-Krempel, findest du das dann auch gut, wenn du da noch so eine Erdbeere und so, so eine halbe Ananas oder sowas noch? Ananas, sehr geil. Ja, vor allem Ananas und Kokosmilch und so, das ist perfekt. Ja? Magst du? Oder auch, es kommt, oft werden ja auch dann so geile Gummibärchen oder sowas noch dazu gepackt. Geile Wo denn? Im Ikea-Kinderland vielleicht? Oder in der Bar vom Ikea-Kinderland? Nein, vom diese, Smallland? Diese Gummi-Erdbärchen, die es auch immer so in den Kiosk gibt, die gibt es manchmal auch mit so einem Cocktail. Meistens wahrscheinlich nur bei der alkoholfreien Variante. Wahrscheinlich so zum Pinocchio-Cocktail gibt es dann halt eben auch nochmal so ein paar Gummibärchen. Ich auch, wenn du dann irgendwie dir so ein Old-Fashioned reinziehst, ja. Und für mich bitte einmal eine Virgin Mickey Maus. Ja, André, ja. Harter Themenwechsel. Gerne. Du hast ja auch gesagt, hier, du hast ja richtig Skript dabei, ne? Nee, ich muss vor allem einfach natürlich noch ein paar Sachen loswerden und auch hier wieder, ich habe dir ja ein Bild geschickt, eine Sache, die sich letzte Woche zugetragen hat, und dieses Bild, was ich dir geschickt habe, beschreib mal, was man auf diesem Bild sieht. Also der Julian hat mir ein Bild zugeschickt, ich habe ja auch das als Episodenbild vorgeschlagen, machen wir das? Ich könnte mir vorstellen, dass es so bei Facebook oder so, dass es aber dann wenn wir das nehmen, also ich habe es ja dann noch künstlerisch bearbeitet. Also okay. Mit meinem brandneuen iPhone. Kann man ja auch mal erwähnen, dass ich halt innerhalb von einer Woche von einem iPhone 4S mit 8 GB Speicherplatz, das aber aussieht wie gerade aus der Verpackung gerissen, ja, umgestiegen bin tatsächlich auf ein iPhone XS, also das allerneueste und damit völlig überfordert bin. Ja. Aber in Sachen Gestaltung scheinbar ja nicht überfordert. In Sachen Gestaltung nicht, ne? Aber angenommen, wir nehmen das, dann ja. Braucht man es. Genau, aber braucht ihr einfach nur einmal kurz auf euer. Also man sieht eine männliche Brust. Das sieht aus wie ein Schnitt oder so, als ob du da einen heftigen Stoß bekommen hättest oder irgendwas. Irgendwie so wie eine Verletzung, aber drumherum sieht man auch, dass da irgendwie stumpf drauf eingeprügelt wurde, weil es aussieht auch wie so ein gelb-dunkelblauer Fleck. Ja, und.
Und das schickt mir halt der Julian einfach mal so abends. Ich bin das Opfer eines Haushaltsunfalls gewesen. Aha. Und ich habe mich jetzt... Ich bin jetzt ganz gespannt, wie diese Geschichte abläuft. Ich lass dich jetzt Ich auf. Bin zu spät aufgewacht. Ja, du weißt ja, wir haben im Moment beruflich sehr viele Termine. Ja. und musste, hab total verschlafen und musste jetzt rechtzeitig mich fertig machen, Anzug anziehen etc. Ja. Gleichzeitig, du weißt, als Teil einer Family, der Rest sollte natürlich trotzdem schlafen dürfen. Also, Licht ausgelassen, bin ich aus dem Bett aufgestanden und scheinbar auf irgendeinem Playmobil oder irgendwas ausgerutscht und komplett einfach ins Nichts gestolpert, bin dabei aufgeschlagen an dieser Brust auf dem Nachttisch, auf dieser Kuhle, auf der Ecke. Und ach, das ist eine stumpfe Platzwunde. Das sieht ja aus wie ein Schnitt. Das ist, es hat richtig, es ist richtig aufgespießt. Und vor allem, der Nachttisch ist ja relativ niedrig. Das ist ja so man sieht ja nur die Brustwarze, aber das ist ja so am Brust. Und vor allem das Bild, was ich dir geschickt habe, war eine Woche nach diesem Unfall. Nein! Wirklich, es sah noch so viel krasser aus. Boah. Und das ist nur durch diese Blindheit passiert. Also, dass du halt wirklich so in dieses Nichts fällst. Und es hätte ja genauso gut auch, ich hätte ja auch in die Augenhöhle fallen können oder sowas. Weißt du, das ist oder so ein Zahn ausschlagen oder so. Genau, oder einfach genau auf die Kante, wo ich aufgespießt wurde. Aber halt eben auch einfach so auf den Kehlkopf fallen. Ja? Und dann ist der halt zerdrückt. Und dann liegst du halt da, dann kannst du ja auch nicht mehr schreien. Und deine Frau, die dreht sich dann nochmal so um und sagt so, sei doch mal nicht so laut. Und du liegst dann da halt so todesröcheln. Ja, dann bist du halt einfach tot. Das finde ich sowieso immer mal krass. Guck mal, ich sitze jetzt gerade auf einem Stuhl, hinter mir ist nichts. Ja, aber wenn man, es gibt ja halt so diese Fälle so, ja, der ist halt so, ja, hat mit einem Stuhl gewackelt und ist dann halt umgefallen auf den Hinterkopf. Dann bist du halt tot, weil du halt von einem Stuhl gefallen bist. Und André, weißt du, wie oft das passiert? Ich habe mich jetzt danach natürlich so ein bisschen damit auseinandergesetzt. Allein in Deutschland sterben jedes Jahr im eigenen Haushalt zwischen 8.000 und 10.000 Menschen. Wahnsinn. Das schreit doch quasi nach einem Vote the Punchline. Jetzt bin ich auch gespannt. Sag mal, kennt ihr das? Ja, kennst du? Gäste-Punchline, finde ich super stark. Ja, jetzt bin ich ja gespannt. Hast du was vorbereitet? Ich habe mir überlegt, also Gäste-Punchline beruht ja auf dem Prinzip, dass es eine Original-Punchline gibt. Genau. Das ist ja in diesem Fall nicht so, aber ich dachte einfach so als... Aber so als flippiges, heute mache ich mal einen. Ja. nennen wir es Rate the Punchline oder Vote the Punchline. Ja. Kennst du? Sag mal, kennt ihr das? Eine wahre Geschichte. Kennt ihr das? Kennt ihr die? Mega-Brüller. Den hab ich selbst gemacht. Oh, den kenne ich. Ich habe keine Ahnung. Ja, hören Sie denn nicht, ich kenne ihn nicht. Eine habe ich noch. Vote the Punchline. Hallo und herzlich willkommen bei Vote the Punchline, dem Julian Leithoff Spin-Off-Format aus dem beliebten Spin-Off-Format Gäste Punchline, bei dem mir Julian Leithoff jetzt gleich ein Setup vorstellt und drei Punchlines, die er sich selbst ausgedacht hat. Und ich und er und vermutlich auch ihr votet dann, welche die beste Punchline ist. Hallo Leute! Mann, geht's euch gut? Boah, ich hab echt Schmerzen in der Brust. Ich hab mir richtig im eigenen Haushalt wehgetan. Jedes Jahr sterben allein in Deutschland knapp 10.000 Menschen zu Hause durch einen Unfall. Das war die Feedline. Ja. Ah, okay. Also, jedes Jahr sterben allein in Deutschland knapp 10.000 Menschen zu Hause durch einen Unfall. In Deutschland ist die häufigste Todesursache ein Sturz. In Österreich sind es überflutete Keller. Ist ja witzig, habe ich eben auch schon deswegen habe ich dich auch etwas... eindringlich angeschaut, aber ich wusste ja, okay, du weißt... Ich weiß es ja nicht. So. Ich sehe ja den Teleprompter nicht. Okay. Jedes Jahr sterben allein in Deutschland knapp 10.000 Menschen zu Hause durch einen Unfall. Und ich, Idiot, habe immer Mitleid gehabt mit Obdachlosen, diese spießigen Sicherheitsfanatiker. Du kannst das doch auch. 2019, Julian Leithoff, jede Woche Gäste-Punchline. Ja, das kriegt ihr doch locker hin. Ja? So. Jedes Jahr sterben allein in Deutschland knapp 10.000 Menschen zu Hause durch einen Unfall.
Seit ich das weiß, drücke ich meiner Frau erst recht die Daumen bei ihrem Antrag auf Homeoffice. Also gefallen mir alle drei sehr, sehr gut. Österreich finde ich ist ein bisschen her. Darum würde ich die nicht voten. Das mit der Frau fand ich auch gut. Für mich wäre es aber ganz klar die zwei. Ja, finde ich richtig gut. Obdachlosen-Bashing macht keiner, traut sich keiner. Gerade jetzt im Winter macht halt keiner. Da kommen alle dann, da entdecken dann nämlich alle plötzlich so, in Frankreich gibt es eine Tradition, wo man Bäumen Winterjacken anzieht und dann können sich das Obdachlose nehmen. Teile diesen Beitrag, damit das auch mehr Leute in Deutschland machen. Mein Tipp wäre, spende doch einfach was an die Obdachlosenhilfe, dann kann man sich da Jacken abholen. Die muss man nicht an Bäume heften und Fotos davon auf Instagram posten. Also so im tiefsten Wald. Genau, cool, danke, ja, aber dann hängt die da an dem Baum und dann nimmt die einfach nur irgendjemand mit bei der Obdachlosenhilfe oder sowas, da können sich Obdachlose das dann holen, ja? Gibt's in jeder Stadt, kann man machen, habe ich auch schon gemacht. Ja? Und was ich, wo ich das jetzt eben auch in diesem Szenario jetzt ja mal gemacht habe, dachte ich, vielleicht nutzen wir das auch nochmal, um so ein bisschen deine Hintergrundgedanken zu Gäste Punchline. Meine Hintergrundgedanken zu Gäste Punchline, es gab ja Leute. Ja, warte, aber ich, konkrete Frage. Ich habe gemerkt, ich hatte eben das ja einfach dann, also müssen wir auch noch weiter drüber sprechen, das ist echt, also 10.000 ist wirklich krass. Übrigens zum Vergleich, wie viel waren das? Ich glaube auf jeden Fall nur ein Drittel oder die Hälfte an Todesopfern im Straßenverkehr jedes Jahr. Ach krass, also mehr mindestens im Haushalt doppelt, als im Straßenverkehr. Ich glaube es waren so 3.000 bis 4.000. Auf der anderen Seite, das ist dann auch immer so ein bisschen so eine Zahl, ne? Das natürlich ist das so das Ding, aber weißt du was? Jeder hat halt außer Obdachlosen einen Haushalt, ja, aber nicht jeder, also ich bin ja zum Beispiel kein Teilnehmer des Straßenverkehrs im gefährlichen Sinne. Ich gehe halt durch die Fußgängerzone. Ja, aber gut, du kannst ja trotzdem überfahren werden. Ja, kannst du auch. In der Fußgängerzone können dir auch ganz andere Sachen passieren, vor allen Dingen auf dem Weihnachtsmarkt. weil wir jetzt so viel springen, aber das war so krass. Ich wollte dich. Drei Tage bevor das mit dem Straßburg passiert, hatten wir auch eine Aufnahme. Und da hatte ich mir eigentlich nach Straßburg fahren. Ne? Hast du das ja ohne mich gemacht. Ja. Nein, aber das, ich wollte dich fragen, ob du jetzt bezogen auf Weihnachtsmarkt, weil da hatten wir ja das Thema, ob du Angst hast auf dem Weihnachtsmarkt. Und ich das so krass fand, weil ich dann dachte, ah stimmt, das wollte ich eigentlich noch fragen im Podcast. Und ich das selbst aber eben überhaupt nicht hatte. Ja. Und das und dann ja eben genau dieses passiert ist dieses Attentat wieder. Also der Klassiker. Es ist tatsächlich habe ich wenig überraschend wenig bis gar kein Interesse persönlich an Weihnachtsmärkten. Ich finde so Fehler halt tatsächlich sehr sehr tragisch. Ich bin froh, dass du eine Sache jetzt nicht gemacht hast. Das hat der Christian auch schon häufiger mal thematisiert. Wenn dann sowas passiert wie in Straßburg jetzt oder auch letztes Jahr war das in Berlin, ne? Oder davor das Jahr sogar. Ja. Was dann ja immer irgendwie reflexartig bei vielen passiert, ist dann, dass dann solche Statistiken rausgeholt werden. So, hier Leute, nur mal ganz kurz. Es ist 10-mal wahrscheinlicher, am Strand von einer Kokosnuss erschlagen zu werden oder in der Dusche auszurutschen oder von einem Hai gefressen zu werden oder von der eigenen Partnerin vergiftet zu werden oder so eine dumme, am Lebkuchen zu ersticken oder so, wo ich mir denke, ja, cool. Wenn jetzt halt deine Mutter erschossen worden wäre von halt irgendeinem so Arschloch-Terroristen oder so, dann können wir ja auch mal sagen, hä, aber jetzt hier, nicht, ne, das spielt jetzt blöd nur gelaufen, das spielt jetzt nur der AfD in die Hände oder sowas. Wo ich mir halt tatsächlich so denke, also was bei mir tatsächlich so das Ding ist, und das war ja jetzt auch von mir eben ein bisschen unsensibel, so, also ich persönlich gehe ja gar nicht auf Weihnachtsmärkte, darum geht's ja gar nicht, ob ich das persönlich cool finde, auf den Weihnachtsmarkt zu gehen oder ob ich persönlich Glühwein mag oder nicht. Ich finde es tatsächlich merkwürdig, dass die Normalität in deutschen Städten auf Volksfesten, egal ob Weihnachtsmarkt oder Weinfest oder sonst was, mittlerweile, dass es absolut zum Bild mit dazugehört, ja, da stehen jetzt halt so Betonklötze. Ich wollte es gerade sagen. Und die verpacken wir dann halt so als Weihnachtsgeschenke und dann. Oder sind da noch so genau, ein lustiger Spruch drauf? Ja, oder irgendwie sowas, wo ich mir denke, ja, also ne, ich persönlich glaube jetzt nicht, dass jeder Mensch, der irgendwie dem muslimischen Glauben angehört, ein potenzieller Terrorist ist oder sowas. Aber diese Fälle kamen halt nun mal häufig auch daher und ich denke mir dann schon so, hey, also guck mal, das ist jetzt unsere Lebensrealität. Das war in den 90ern. Deine Tochter wird das einfach immer so sein. Und das war vor 5 Jahren, war das noch nicht so. Da war nicht irgendwie der Weihnachtsmarkt ein Akt des Freiheitskämpfers da oder mutig da hinzugehen, sondern da war das einfach ein nettes Volksfest, wo man halt Bock drauf hatte oder nicht. Und jetzt ist das irgendwie so eingezäunt und Leute mit Maschinenpistolen stehen dann da und so. Ich finde das merkwürdig. Und das ist
Also dann, ich finde auch, da muss man... Aber da gibt es ja auch keine ja, Lösung, so, macht man es oder macht man es nicht. Und da muss man dann auch nicht irgendwie so, ja, aber ey, hier und jetzt trotzdem ab auf den Weihnachtsmarkt und sonst jetzt was. Jetzt erst ja. recht. Ja, und hier sonst die AfD und ansonsten haben die Terroristen gewonnen oder so ein alberner Krempe, wo ich mir einfach denke, nee, das ist halt scheiße. Und das ist halt, das ist, wenn so eine Entwicklung, das ist eine Entwicklung, die ich nicht gut finde oder wo ich mir denke, naja, mein Gott, das ist halt jetzt so der Zeitgeist. Ja gut, aber es ist ja trotzdem, also... Leute feuern mit Schnellfeuerwaffen ja, aber in eine ist ja Menge rein. Aber es ist ja trotzdem so. Legitim, diese Klötze aufzustellen, in dem Bewusstsein, okay, wenn jemand mit dem LKW reinfahren will, ja. ist es jetzt schwerer als davor. Genau. Also ich finde, es ist einfach, also ich, es ist ein ganz schwieriger Prozess zu sagen, ja. Dann haben die doch gewonnen, wenn man sich jetzt danach richtet, aber gleichzeitig halt ja, so zu tun, als ob... Stell halt die Dinge auf. Meine Lösung wäre halt einfach, gib halt jedem eine Knarre, dann kann man das halt auch selbst übernehmen. Meine Lösung wäre bedingungsloses Grundeinkommen weltweit. Ja, dann wäre doch auch allen geholfen. Ne? Oder wenn sich einfach alle lieb hätten, das wäre doch auch schön. Aber darauf wollte ich doch eigentlich gar nicht hinaus, sondern ich wollte zum einen dich das noch wissen lassen hier zu... Ein paar Facts zu dem Unfallding und dann kommen wir nachher nochmal zu dem Punchline-Prozess. Weil ich habe da noch gelesen, dass hier steht, besonders oft ereignen sich Haushaltsunfälle in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Am allerhäufigsten im Kreis Zwickau. Hui. Und die Vermutung ist, vielleicht seien die Ärzte dort in ihrer Ausbildung für die Todesursache Haushaltsunfall sensibilisiert. Ja. Und dass das einfach so der Grund ist, die haben halt irgendwie das eingetrichtert bekommen in dem Bereich. Und dadurch hast du, es gibt so eine Deutschlandkarte, wo dann eben steht, wo viele, und es sind halt nur im Osten hast du halt so richtig viele Fälle. Also das ist hier die harmlose Lösung in der Statistik suchende Erklärung dafür, ja. Warum es irgendwie speziell im Kreis Zwickau der Fall ist. Und spannend fand ich auch, dann gibt es hier noch irgendwie so ein Interview mit Susanne Wölk vom Verein Das sichere Haus. Sehr gut. Gibt es im Übrigen auch einen sensationellen Harald Schmidt Einspieler, der heißt auch Gefahren im Haushalt. Kennst du den? Nee. Den suche ich raus. Erinnere mich nachher dran, dass ich es mir aufschreibe. Den poste ich unter die Folge drunter. Den gucke ich mir wahnsinnig gerne an. Da schmeiße ich mich weg vor Lachen. Der ist so unfassbar witzig. Ja. Der sichere Haushalt? Halt Gefahren im Haushalt. Achso, der Gefahren. Und der ist halt eben auch so, Achtung, und der Besteckkorb und der Staubsauger und sowas. Ja. Super witzig. Poste ich drunter. Ja. Wunderbar. Ja, und jetzt nochmal wegen dem Punchline-Ding. Du hattest ja gesagt, dass dass das zweite Ding in diesem Fall das lustigste war. Und deswegen Hintergrund, wie jetzt diese Dinge entstanden sind. Ich hatte direkt diese Assoziation, das fand ich lustig. Ja. Und hab dann in dem Bewusstsein, okay, ich brauche jetzt ja irgendwie noch so Alternativen, hab dann eher in so einem typischen Comedy-Prozess, okay, was könnte man noch an Irritation hier rauslesen? Also du hattest die zweite auch zuerst, oder was? Genau, das Witzige war so die... So kam ich überhaupt auf dann die Idee, okay, man könnte doch jetzt hier irgendwie so ein Spin-off, so eine kleine Überraschung an dich, dass jetzt von mir mal die Punchlines kommen. Und dann halt überlegt, okay, jetzt dann, okay, mit Österreich könnte man das dann machen. Dann hatte ich noch was irgendwie mit dem Begriff Hausfrau. Es war halt irgendwie schwer, was zu finden, wo der Witz ist, ich hoffe, dass die Gefahr, dass dann die eigene Partnerin drauf geht, weil... Dass irgendein Szenario, wo das dann passiert und dass das dann trotzdem nicht zu lang ist. Ich hatte erst, ich hoffe, dass ihr Antrag auf Homeoffice dann irgendwie genehmigt wird, irgendwie so, das war halt so drei Seiten. So Julian Leithoff. Julian Leithoff in a nutshell. Hab ich das also? Dazu muss man halt eben auch wissen, dass Farin Urlaub mal auf einem B-Seiten-Album genau, dann irgendein Track Meine Frau hat Homeoffice hatte. Und was ich jetzt aber ganz spannend fand, weil das mich ansonsten auch irgendwie in alle anderen Bereiche, wo ich irgendwelche kreativen Prozesse gemacht habe oder Sachen an Sachen gefeilt habe, durch langes Überlegen und Schleifen etc. sind gute Grundideen in allem, auch die Sache jetzt bei Dreimal Solo zum Beispiel, wo ich den meisten Stolz empfinde bei meinen Sachen, jetzt so also dieses Nichts ist, wie es scheint. Und das ist wirklich nur so gut aus meiner Sicht, weil ich da so richtig lange drin war, Zeit investiert habe. Aber die Grundidee hatte ich total schnell und ich habe es noch nie erlebt, auch übrigens nie in der Werbeagentur, dass eine richtig geile Sache mittendrin irgendwo. Genau, oder am Ende, dass man sagt, okay, also wir haben jetzt hier, komm, wir hocken uns jetzt mal 3 Stunden zusammen und vielleicht kommen nach 2,5 Stunden die geilste Idee. Genau. Sondern das du weißt immer sofort, ob an was dran ist, wenn du irgendwie so ein kreatives Gespür hast. Aber das wird dir ja, wenn du jetzt irgendwie solche kreativ auf Knopfdruck Prozesse
analysierst oder so Coaching nimmst oder sowas, wird dir ja suggeriert, dass es eine Technik gibt. Und ich glaube, das sind immer nur Sachen, um das dann zu verfeinern und so. Aber du wirst oder einfach um dein Denken zu strukturieren. Das gibt es schon. Ne? Also es gibt ein sehr, sehr gutes Buch, kann ich auch wirklich jedem, der sich dafür interessiert, empfehlen. Das heißt Kribbeln im Kopf von Marco irgendwas heißt der Autor. Ist auch tatsächlich so eine Werbekoryphäe gewesen. Oder vielleicht lebt er auch noch. Oder ist im Haushalt gestorben. Dann rest in peace, Marco. Und da sind das auch wurde so, auch mit Didi Hallervorden verfilmt. Ja, genau. Es gibt halt verschiedene Techniken halt eben einfach, was du machen kannst. Also ein Side-by-Side zum Beispiel, ne? Dass du sagst, so sieht die Welt aus mit dem Produkt, so sieht die Welt aus ohne das Produkt. Oder ein Groß-Klein-Vergleich. Oder was hat man noch? Wie wäre die Welt genau umgedreht? Also wie würde eine Welt aussehen, in der Zahnbürsten Menschen benutzen, um sich sauber zu machen zum Beispiel? Das sind einfach bestimmte Techniken, die werden da auch einfach sehr, 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 sehr gut drin beschrieben. Die Sache ist halt nur die, man darf halt nicht, wenn man eine Idee braucht, das Buch rausholen und das nebenhinlegen und sagen, okay, wie würde denn die Welt aussehen, in der die Bank nicht da wäre oder sowas? Das funktioniert dann natürlich nicht. Weil dadurch kommen dann genau solche Sachen, wie nimm jetzt auch mit diesem Österreich, dann ist da genau, also da steckt ja genau diese Art von Haltung, okay, wo gibt's noch irgendwas mit Haus und so. Und du brauchst ja auch immer etwas, wo sich irgendwie alle drauf einig sind, irgendwie Österreich Keller oder sowas. Aber ich glaube, du kriegst dann halt immer nur so Sachen, die irgendwie maximal eine 3 plus jetzt im Schulnotenbereich wären. Ich kann bei mir, wenn ich irgendwie Headlines oder Claims oder sowas schreibe oder auch Ideen konzipiere, es ist prinzipiell auch an alle meine Kunden eigentlich das, was mir innerhalb der ersten 5 Minuten einfällt. Ne? Und dann kommt, du kannst dann halt natürlich nicht sagen, jo, das war's, mehr kommt da ja jetzt sowieso nicht, das weiß ich, sondern du musst dann halt einfach noch weitermachen. Den ganzen mittleren Kram kannst du in der Regel wegschmeißen, da kommt dann höchstens mal irgendwie so die Idee raus, die man halt so als Zweite noch mit dabei hat, damit der Kunde dann sagen kann, ja, das Zweite auch gut, aber das machen wir nicht oder so, ja. Und dann manchmal kommt dann noch mal was ganz am Ende. Also das erlebe ich schon auch tatsächlich. Und jetzt auch bezogen bei den Punchlines, dann das, was du für dich als am witzigsten oder am besten wahrgenommen hast, ist dann auch in den meisten Fällen das Erste, was dir eingefallen ist. Ja, also bei Gäste Punchline, es gab ja auch Nachfragen, wann kommt denn das mal wieder und hier, das war jetzt das letzte Mal im September. Wir haben halt hier unseren Aufnahmeprozess umgestellt. Ich habe das ansonsten immer donnerstagabends dann gemacht, weil wir da ja unseren Schreibtag hatten für die Songs. Mittlerweile nehmen wir halt jetzt donnerstags auf, kann ich dann schlecht donnerstagabends Gäste Punchline schreiben. Ich könnte es natürlich dann machen, wenn ich nach Hause komme. Ich habe irgendwie noch keinen Weg gefunden, da reinzukommen. Es ist für mich auch wahnsinnig anstrengend. Und zwar nicht die Punchlines zu schreiben, das hat sogar immer echt Spaß gemacht. Sondern die Feedlines rauszufiltern. Die Feedlines zu finden. Ich habe mir halt unfassbar viel deutsche Comedy angeguckt und ich war irgendwann, also es fing an mit, ich finde die ja sowieso alle scheiße und jetzt zeige ich denen mal, wie geil ich bin. Dann irgendwann habe ich auch so gemerkt, ah, guck mal hier, es gibt ja auch echt gute Sachen und Leute mit einer unterschiedlichen Tonalität und so. Und dann kam jetzt halt irgendwann einfach so die Phase, wo ich gemerkt habe, ich kann das jetzt nicht mehr. Ich kann das jetzt nicht mehr. Ich habe mir halt auch mal so ein ganzes Mario Barth Special angeguckt, weil ich halt auch dachte, ey, vielleicht kann man da ja mal was rausziehen. Oder Michael Mittermeier oder auch die ganzen Nightwash-Sachen und sowas. Und du musst dir das ja dann komplett angucken, weil viele Comedians auch jetzt mittlerweile vielleicht so ein bisschen weggegangen sind von diesem Setup-Punchline-Ding. Vielleicht wegen Gäste-Punchline, weil die Angst haben, hier aufzutauchen und demontiert zu werden. Ne? Aber ich weiß ja auch, dass das ein sehr beliebtes Format ist. Ne? Ich habe mir aber was überlegt. Ja? Also wir haben ja Patreon. Ne? Und jetzt machen wir hier den richtig geilen Kapitalismus-Move. Ne? Momentan stehen wir bei Patreon bei $50 im Monat. Das freut den Julian und mich. Das ist sehr, sehr schön. Ja. Es ist ja immer auch ein Anreiz für die Leute, wenn man Goals ausgibt. Ich sag jetzt, wenn wir da bei $100 im Monat angekommen sind, dann machen wir einmal im Monat Gäste-Punchline. Und also garantiert einmal im Monat, vielleicht dann auch nochmal irgendwie, wenn ich einen guten Lauf habe oder so. Ja, und dann noch einen Satz zu sagen,
uns war ja vor allem wichtig, jetzt irgendeinen Modus zu finden, also gerade wenn du sagst, ja, so mit, ist ja schon dünnes Eis mit, mit Patreon und bettelt man da irgendwie um Geld oder so. Nee, nicht betteln, ich will nur bezahlt werden für diese Seelenschmerzen, die ich mir dazu füge. Nee, und ich finde vor allem, dass das Coole ist, dass ja trotzdem, wir hatten auch überlegt, ja, könnte man dann irgendwie sowas machen, wenn das so beliebt ist, dass man dann vielleicht nur bei Patreon Gäste Punchline Special macht. Aber das ist doof, weil wir wollen ja trotzdem, dass irgendwie jeder einfach den Zugang hat. Wir wollen keine Paywall. Genau, das heißt, wenn ihr jetzt diejenigen seid, die dann sagen, hey, ich finde das Format richtig super und ich habe das Geld über, ich mache das jetzt mal und ich finde den Podcast ja sowieso auch gut, ich mache das jetzt mal, ja, dann könnt ihr euch auch als Wohltäter für alle anderen, die das nicht machen, fühlen, aber das Format vielleicht auch gut finden. Ist doch auch gut, gerade jetzt zu Weihnachten. Und André, losgelöst davon, was da jetzt bei Patreon passiert, ich habe mir überlegt, du sagst, das ist auch so ein schmerzhafter Prozess, auch einfach so viel zu gucken. Ich meine, du bist ja auch so ein Typ, du liest ja eigentlich sehr gerne. Das stimmt. Und deswegen habe ich mir überlegt, ich meine, es gibt einen Comedian, der noch nicht dran kam, ich bin mir aber nicht ganz sicher. Ja. Und ich meine, ich verabschiede mich jetzt in die Weihnachtspause. Ja, genau. Und ich habe ein kleines Geschenk hier für dich, Ach, das André. Gibt's ja nicht. Ja. Ach, da bin ich jetzt gespannt. Julian Leithoff, ein Geschenk, sogar verpackt. Ja. So. Dankeschön, Julian. Soll ich es jetzt direkt aufmachen? Ja, komm. Im Podcast. Hast du es verpackt? Ich habe die Comedy-Bibel draufgeschrieben. Ja, das sehe ich. Aber da wäre ich jetzt auch richtig verwundert gewesen, wenn du gesagt hättest, nee, so Sachen einpacken, mache ich gern, kann ich gut. Das ist nämlich ein sehr, sehr schön verpacktes Geschenk. Auch sehr, sehr schöne Farbkombination. Passt auch heute ganz gut so zu meinem Outfit, ne? Dunkelblau und so ein dunkles Grün. Deswegen kam ich heute später. Ich hatte erst recherchiert, was du heute trägst. Ah, sehr gut. Ja, hast du nochmal zu Hause angerufen. Ja? So. Die Comedy-Bibel, da freue ich mich aber jetzt. Vielen lieben Dank, Julian, schon mal. Und es ist vor allem eine Sache, André, an die kommt man nicht so leicht. An die kommt man die nicht ist so leicht. Die kann, oder was heißt nicht so leicht? Die kann man nicht kaufen. Es ist nämlich ein Originalskript. Ah, ein Original. Ich darf auch vorlesen, was es ist. Regiebuch Sven Hieronymus. Das ist ein Kollege von Julian und mir, der auch bei RPA1 ein sensationelles Comedy-Format namens Rocker vom Hocker macht. Regiebuch Sven Hieronymus, Comedy aus Hessen. Sven Hieronymus, Rocker unter Strom. Oh, und zwar als Erläuterung, du weißt ja, dass ich mal Moderation Warm-up für eine Comedy-Veranstaltung gemacht habe. Und bei dieser Veranstaltung muss ja alles mit dem Sender abgestimmt sein. Und das ist das Original-Skript. Da kannst du dann, ohne dass du ewig Videos gucken musst, da kannst du richtig schwarz auf weiß. Problem ist halt nur, der hat halt selten Gags. Ja? Das ist halt so einer von diesen Comedian, wo halt ganz selten nur mal Gags kommen. Soll ich mal einen machen? Ja? Komm mal. Ja? Also, ne? ich jetzt in meiner Paraderolle als Sven Hieronymus, also der kommt so aus der Pfalz. Ich kann den Dialekt jetzt wahrscheinlich nicht ganz nachmachen, aber der redet immer so. Ja, yeah. Hallo, guten Abend, herzlich willkommen. Augenblick noch. Ihr seid gleich dran. Ich muss nur noch eben das Video zum Ende downloaden. Das ist wichtig. Da sind nämlich die Röntgenaufnahmen von meinem Darm von heute Morgen als 3D-Animationsfilm. Ja, ihr lacht. So geht das heute. Das schickt dir dein Arzt direkt aufs Handy. Und er hat zu mir gesagt, wenn ich das Video noch heute auf Facebook online stelle und dafür 100 Likes bekomme, bekomme ich einmal Hämorrhoidenverödung umsonst. Also man sieht schon, High-Class-Comedy, Loriot kann einpacken. Und steht da auch die Seitenzahl? Wie viele Seiten sind das? Die Seitenzahlen stehen drauf. 37 Seiten. Ja. Einspaltig geschrieben, muss man vielleicht noch mit dazu sagen. Ja, kannst du dir dann noch so Notes dran machen, so Pause für Lacher einplanen und sowas zum Beispiel. Ja, vielen lieben Dank, Julian. Ein sehr, sehr schönes Geschenk. Werde ich mir einfach mal zu Gemüte führen. Der Julian sowieso, der schenkt mir halt gerne so Dinge, die dann witzig sind, aber unnütz. Also Julian hat mir halt eben, und ich sag den Namen jetzt auch einfach, ja, der hat mir in diesem Jahr halt eben auch zum Geburtstag das absolute Käsebuch von Frederik Malzi geschenkt. Ja. Das heißt, der Erfolgsmagnet, das ist ein Typ hier aus Wiesbaden, das ist halt der totale Schund einfach nur. Da steht halt nichts drin, was über faktastisch oder so hinausgeht. Und außerdem dann noch das Album von einem Musiker hier aus Wiesbaden, der heißt Fenner. Zieht euch den Typen rein. Hört euch diese Songs von dem an. Ja, André, komm. Das ist nicht zu fassen. Was ist aus tiefstem Herzen?
Aber da kannst du ja auch in der André-Allein-Folge mal. Genau, aber dann hat er mir auch noch ein Wimmelbuch geschenkt. Und das war auch sehr schön. Und ich wollte gerade sagen. Ja, genau, also es gibt immer auch noch ein ernsthaftes Geschenk. Und auch hier drüber habe ich mich sehr gefreut. Da kann ich ja jetzt, vielleicht mache ich auch einfach so eine Imitation. Der hat nämlich auch so coole, lange, blonde Haare. Könnt ihr euch ja vorstellen, wie ich damit aussehen würde. Also ja, deswegen, André, das. Ja, vielen lieben Dank. Also ich erwarte natürlich, dass irgendwann 2019 zumindest ein Rocker vom Hocker Gäste-Punchline-Ding kommt. Ja, ich werde das mal durcharbeiten. Ich vermute leider, dass da kein Gag zu finden sein wird. Das ist leider meine Vermutung. Ja. Aber Gäste-Punchline, ja, machen wir noch. Sehr, sehr gut. Wenn wir bei Patreon bei $100 sind. Also seid Wohltäter für die anderen. Bringt die anderen zum Lachen. Ja? Spendet den anderen ein Lachen. Ne? Spendet nicht uns Geld, uns bezahlt ihr. Anderen spendet ihr ein Lachen. Ja? Also vielen lieben Dank, Julia. Ich freue mich natürlich. Ich freue mich immer über Geschenke. Ne? Und ich finde ja auch, da hast du dir auch Gedanken gemacht. Und du bist ja auch ein witziger Typ. Ne? Und das ist ja auch, jetzt ist ja halt auch so die Zeit, wo man mal so ein bisschen in sich geht. Ne? Und ich weiß ja nicht, ob du auch so unser Facebook-Game so ein bisschen verfolgst bei Hallo, die Therapie. Ich steuere da doch sogar coole Bilder bei. Genau, steuerst da auch manchmal was bei, das stimmt, ja. Wir sind ja tatsächlich mittlerweile auf so einem Influencer-Level auch angekommen. Ne? Ich sehe mich da so ein bisschen stärker momentan, ne? Weil Falke-Socken habe ich schon einige Anhänger gefunden. Würde ich auch tatsächlich im nächsten Jahr mal probieren, ob man da nicht irgendwie so, hey, hier, ich habe halt jetzt schon 5 Typen akquiriert, die jetzt halt jeden Monat Falke-Socken kaufen. Ja? Dyson-Staubsauger war so ein Ding, Lampe Berger oder wie ich sie gerne nenne, Lampe Berger. Ja? Aber natürlich jetzt auch der Hot Toddy. Ne? Also ja. Finde ich eine heiße Zitrone mit Zucker. Hat ja wirklich dazu geführt, also das haben ja wirklich Leute gemacht und ich möchte jetzt noch etwas empfehlen, was ich mir jetzt einfach für Weihnachten gekauft habe und was für mich auch eine Premiere war, es war nämlich einfach ein gesponsertes Facebook-Werbevideo, was mich darauf aufmerksam werden ließ und es ist ein Spiel, das man insbesondere so für Weihnachten oder sowas, dafür ist es so ein bisschen positioniert, man kann es aber das ganze Jahr über natürlich mit seinen Lieben spielen. Und ich bin mir sehr sicher, wenn ihr auch nur einmal die Woche euren Facebook-Newsfeed runterscrollt, werdet ihr ja alle das werdet mal gesehen alle, zu haben. Also ihr alle sicherlich da, so Holländer gesehen haben, die irgendwie sich feuchte in den Augen liegen. Haben und sich in den Armen liegen. Und das ist natürlich auch, ich bin ja auch ein harter Typ, aber ich habe ja auch einen weichen Kern. Ne? Und ich bin ja auch empfänglich für Kirchenmusik und für Gemeinschaft und für sich in den Arm nehmen und alles. Und deswegen sprach mich natürlich auch die Werbung für das Spiel Vertellis. Also ich nehme an, dass man es so ausspricht. Vertellis. Ja? Was auf Holländisch erzähl mir mehr bedeutet. Und das ist ein Fragenspiel. Und das habe ich mir dann einfach mal bestellt. Kostet 17 Euro, ist also auch überschaubar, kommt in so einer ganz netten Schachtel. Und ich dachte mir, das nehme ich jetzt einfach mal an Weihnachten mit und dann probiert man das mal. Es ist ja kein Spiel, wo es ums Gewinnen oder sowas geht. Ach. Sonst, wer für Julian Leithoff jetzt schon disqualifiziert. Ja. Es gibt halt auch nicht viele also, Regeln. Also falls die Frau von Julian, Stefan Raab zuhört, Julian, für den Stefan ist das nichts. Nee, für den Stefan ist das nichts. Für Stefan und Julian ist das nichts. Ja. Doch. Julian, noch die nächste Einschränkung, die ist für dich auch noch disqualifiziert. Es gibt auch nicht wirklich viele Regeln. Oh man einhalten kann. Ja. Es gibt keine Joker und nichts. Es gibt keine Strategie. Es geht halt nämlich einfach darum, dass man sich mal wieder so ehrliche Fragen stellt. Und zwar zum einen. Da bin ich wiederum ja voll. Eben, ne? Da bist Mister du, wahrhaftig. Da bist du ja da. Kennst du eigentlich auch den Max Frisch Fragebogen? Sagt dir das was? Das sagt mir was. Kam auch bei Olli Schulz und Jan Böhmermann gerne mal in einem Podcast vor. No. Sag mir was, habe ich aber, also ich habe mal Auszüge davon gesehen, ja. Aber ich habe das nie als Buchwerk. Ach was, ich habe ihn zu Hause, kann ich auch sehr, sehr empfehlen. Ist so vielleicht so ein bisschen die intellektuellere Variante von Verderlis. Ja. Kann ich wirklich sehr empfehlen. Dünnes Buch zu ganz verschiedenen Themen im Leben. Gibt ja ein paar Leute auch. Marcel Proust hat ja auch mal so einen Fragebogen gemacht. Stimmt, das war das mit diesem so Lipton oder Nesty. Das war, glaube ich, von Marcel Proust. Ja, das ist richtig. Das sind die großen Fragen, die sich halt eben diese intelligenten Menschen stellen. Bei Fertellis, deswegen ist es ja auch so als Jahresendgame und für Weihnachten, Silvester rum positioniert, geht es eben auch darum, dass man einfach mal ein bisschen zurückguckt. Ne? Wie war so das letzte Jahr? Ne? Aber auch dann so ein bisschen nach vorne guckt. Was erwartet mich denn so im nächsten Jahr? Und da würde ich jetzt gerne, Julian, mit dir so einfach zum Abschluss nochmal so eine Frage durchmachen. Ne? Okay. Hast du Lust? Ja, unbedingt. Okay. Julian Leithoff und André Georg Haase verabschieden sich gemeinsam von 2018 mit einer Runde Verderlichs. Julian, hier kommt die Frage. Ein Rückblick auf deine letzten 12 Monate. Was war dein schönster Tag?
Ja, man merkt schon, ne? Julian auch schon, da läuft schon die erste Träne. Komm, ich nehme dir meinen Arm. Komm mal her. Dem Julian heute sowieso schon emotional herausgefordert, weil ich ihm auch einen Eistee mitgebracht habe. Ne? Ja, das war ja quasi mein Weihnachtsgeschenk. War der eigentlich, ja, genau, das war dein Weihnachtsgeschenk. Ja. Aber den Pfand nehme ich aber mit. Ne? Also der gehört, der ist nicht, entweder gibst du mir 25 Cent oder ich nehme die leere Flasche wieder mit. Ja, der Arizona Mucho Mango. War das der schönste Tag vielleicht? Das war der schönste Moment. Mir fällt es insofern schwer, dass ich, und das gibt mir schon so ein bisschen zu denken, dass ich nicht das Problem, dass ich sage, oh, da fallen mir jetzt 400 Sachen ein, welche war denn jetzt die krasseste, sondern dass es für mich schon auch irgendwie ein Jahr war, irgendwie positiv besetzt war und vor allem so von sehr viel so Ernsthaftigkeit und so geprägt. Also so dieses, ich finde so mit der schönste Tag, ich verbinde halt mit Schönheit auch so sehr viel Leichtigkeit und ich fand, das war irgendwie so für mich überhaupt kein leichtes Jahr. Ich merke, dass ich vor allem so die letzten Jahre habe ich eigentlich immer so rund um so einen Jahreswechsel mir so überlegt, okay, was steht jetzt als nächstes an und wo will man hin? Und dass ich mir wirklich vorgenommen habe, mir diese Leichtigkeit wieder ins Leben richtig, so aktiv zu holen, weil die einfach sehr meinem Naturell auch entspricht. Das klingt jetzt auch sehr, als ob ich halt 20 Jahre älter wäre als du, aber das war bei mir tatsächlich auch so, als ich in deinem Alter war. Weil du bist ja halt knapp 2 Jahre jünger als ich. Mhm. Und ich weiß auch, das war bei mir mit 31 wirklich, du bist 31 jetzt, ne? Ich werde 31. Du wirst 31, ne? Da war das bei mir auch, da war ich auch so richtig verbissen und habe mir dann auch gesagt, so, nee, du musst da anders dran gehen, auch so gerade so mit dem Künstlerischen und sowas. Genau, das ist nichts, wenn du hier jetzt so verkrampft da irgendwie unbedingt und jetzt muss es die Late Night, dann mache ich die jetzt im Schlachthof vor Live-Publikum alle 3 Monate. Und vor allem, also das, ich habe bisher eigentlich immer so diese, es geht nur darum, dass da irgendwie jetzt künstlerisch irgendwie was für mich Cooles rauskommt. Ja. Und für mich wäre jetzt der nächste Schritt, einfach dass mal das Geld verdienen. Nee, dass das vor allem auch mit einer Leichtigkeit. Ja. Das, also nimm jetzt, weil ich es vorhin erwähnt habe, dieses Nichts ist, wie es scheint. Ja. Ich bin da zwar so richtig stolz drauf, aber das war ein wahnsinniger Krampf, das weiß ich auch noch. Und ja. es war überhaupt nicht im Verhältnis und das, ja, und es wird vor allem, es nimmt halt ganz viel auch von dem, gerade wenn man auch so. Ja, du warst da weiß ich auch noch, da warst du mittendrin ja auch wirklich richtig verzweifelt und so, guck mal, ich habe hier die ganze letzte Nacht an so einem Elektro-Track noch dafür gebaut und so, ja. Genau, und das, also das als Ziel zu haben, irgendwie, dass Sachen irgendwie auch leichter sich umsetzen lassen. Und das ist tatsächlich auch so, hat natürlich ganz viel damit zu tun, dass man nicht so auch irgendwie akzeptiert, was der Status quo ist. Also um jetzt mal so ein paar Einblicke zu geben, dafür ist ja die Therapie vielleicht auch ein ganz guter Modus. Nimm dieses Iced Tea in the Rain, da kann ich das so richtig festmachen. Ich hatte halt, als ich dann die Folge nochmal gehört habe, dann fiel mir dieser Begriff ein und ich hatte so eine Melodie, wo das auch ganz gut passt. Und es war irgendwie total locker, lustig. Dann dachte ich, dann kamen mir noch irgendwie so ein paar Assoziationen. Komponieren, kein Problem. Text machen, überhaupt kein Problem. Aber das ist dann ja nur Klavier und Gesang und ich möchte ja, dass das hier so ein richtiger Track ist, der halt so wie so ein typischer Radiosong klingt und das kriege ich ja eben nicht alleine produziert und habe dann überlegt, okay, der Urimpuls wäre jetzt damit jetzt sich 2 Wochen einzuschließen und völlig so in der Weihnachtszeit irgendwie so, okay, gut, ich habe jetzt ja mal Pause, ich muss sie nutzen und jetzt dieses Iced Tea in the Rain und dann gemerkt, stopp, nein, das kann es nicht sein, sondern, und dann habe ich jetzt eben einfach einen Musiker, der auch die letzte Ohrwurm-Melodie von uns gemacht hat, habe ich gesagt, hey, ich habe ihm dann aus dieses Südamerika. Demo. Genau, aus Venezuela, Juan, der es richtig drauf hat. Und schön günstig ist. Nee, aber vor allem auch das kann ja auch nicht die Lösung sein, dass jetzt so eine Fun-Idee, dass das jetzt irgendwie 10.000 Euro und auch nicht 6.000 und auch nicht 2.000, weißt du, das muss halt irgendwie in dem Rahmen so. Ja. Wir haben halt kein Neo-Magazin-Budget, und damit irgendwie klarzukommen und das vor allem auch zu akzeptieren. Und dann hat er mir jetzt halt so den ersten Entwurf geschickt und dann merke ich halt auch, okay, es ist in Ordnung, aber es klingt halt auch nicht wie Rihanna und du musst eben auch einfach akzeptieren, es wird halt kein Rihanna-Track für $200, ja, das geht halt einfach nicht, Und damit irgendwie klarzukommen und den Spaß daran nicht zu verlieren und dann eben nicht verkrampft irgendwie versuchen, das. Ja, das ist dir dieses Jahr vor allen Dingen so in der ersten Hälfte, würde ich nicht, sagen. Nicht so gelungen, ja. Das war und, ja dann halt auch eben auch. Da jetzt aber, und deswegen da die Brücke zu dem, wahrscheinlich so der schönste Moment war genau diese Erkenntnis, nämlich rund um diesen Spiegelrock-Aufenthalt mit diesem Persönlichkeitstyp, das hatte für mich was so enorm
entlastend ist, so diese Diagnose, so hey, du bist jemand, der sich ganz stark über den Spaß definiert und so dieses Bewusstsein, boah ja, und da muss ich echt für schauen, dass, und der ist viel näher, als man denkt. So, ja, das ist, man darf sich eben nur nicht so verrennen, sondern es ist, den habe ich teilweise sogar, bevor ich irgendwie überlegt habe, so in diese künstlerische Richtung zu gehen, viel mehr gehabt. Ja. Was ja völlig absurd ist, weil ich jetzt ja viel näher oder mich viel mehr mit dem beschäftige, was mir so wichtig ist. Aber vielleicht gerade, wenn es einem so wichtig ist, dann... Eben, ich glaube, das war ja jetzt auch... Das hier war ja sowohl für dich als auch für mich das allererste Jahr, wo das halt, wo so diese künstlerischen Humoraktivitäten nicht irgendwie so ein Hobby-Add-on waren, mit dem man dann auch mal irgendwie einen bezahlten Auftritt oder sowas hat, sondern wo das eben einfach wirklich ja auch unser Beruf war. Oder ist ja immer noch. Genau. Ne? Wo das halt dann auch einfach so, ja, es geht jetzt nicht darum, dass du halt immer nur Spaß damit hast und immer nur gute Laune. Das ist jetzt auch ein Job halt eben einfach. Ne? Genau, das erstmal sich das bewusst zu machen, aber dann eben auch, das hat es ja, wir haben ja den Prozess, wie wir das die ganzen Sachen aufgenommen haben, nochmal im Sommer, nachdem mein Körper gesagt hat, hey, vielleicht mal. Haben es leicht abgewandelt. ja, und das ist ja tatsächlich, dadurch hat es dann auch viel mehr Spaß gemacht, weil eben, weil es eben auch nicht mehr so eine wöchentliche irgendwie Schwerstgeburt war. Und das, also deswegen so dieser Erkenntnismoment, genauso wie rund um die Utopie-Konferenz, das tatsächlich so die ersten Sachen, die mir einfallen. Und also gerade Spiekeroog ist jetzt ja nicht der eine Moment, aber das hatte irgendwie so viel entlasten ist, dass das Ziel so viel näher ist. Ich hatte ja auch mal gesagt, dass man sich natürlich auch so extrem verrennt, wenn man irgendwie sich halt immer so die 0,01% der, weiß ich was, bei den Musikern, wenn man halt sagt, alles unter Farin Urlaub und Paul McCartney ist doch nix. Und die zwei, das ist ja, ne, sagt man ja immer, Paul McCartney, Farin Urlaub. Ja. Also auch so japanische Musiker sagen das zum Beispiel halt auch. Ja, aber für mich, das sind sozusagen für meine größten Helden. Ja. Und dass man sagt, ja, und wenn man vielleicht selbst auch 100 Nummern darunter ist, dass das auch gut ist, ja. Genau. Und das und vor allen Dingen, dass halt auch verschiedene Sachen kommen können. Ne? Also ich finde auch, du bist aus dem Sommer bist du leichter zurückgekommen. Und, ne? Und deswegen, das hatte sich dann für mich so auch abgenommen, glaube ich. Was? Ja? Oder Leute? So, ja, und André, bei dir? Ja, aber was, dein schönster Tag, jetzt so ein bisschen Spiekeroog? Ja, oder? ich würde tatsächlich sagen, dass das das sind bei mir immer also wo Tage, wo irgendwie viel Erkenntnis gewinnen und das oder wo irgendwie auch so viel Hoffnung und also ich habe einfach so viel freudige Gefühle, also die ich damit verbinde. Und ich hatte aber auch einen sensationellen Sommerurlaub oder sowas, aber ich merke, dass ich glaube, ich könnte mir vorstellen, dass so vielleicht rückblickend in 2-3 Jahren, dass ich wirklich sagen kann, boah, diese Spiekeroog-Zeit, die hat mir wirklich irgendwie geholfen, Sachen anders irgendwie anzugehen und so einen richtigen Mehrgewinn da irgendwie von zu ziehen. Deswegen habe ich das vielleicht als erstes. Und im Übrigen, ne, weil ja hier auch Leute aus deinem Freundeskreis und aus deiner Familie und sowas zuhören, ich finde es jetzt zum Beispiel gut, dass du jetzt einfach nach dir geguckt hast. Du bist ja halt auch Vater, du hättest ja jetzt auch irgendwie so, ja, so der erste Geburtstag oder irgendwie so ein Krempel oder so. Aber ich find's sogar gut, weil da geht es ja halt auch um einen persönlich. Also ich habe auch mit meiner Freundin da schon mal reingeguckt und war auch irgendwie so, was war das Schönste, was du dir dieses Jahr unter 100 Euro gekauft hast? Und dann habe ich da, weiß auch gar nicht mehr, was ich da gesagt habe, aber dann meinte ich auch so, ja, nicht irgendwas für mich oder so, wo ich dann auch gesagt habe, oder so für uns oder so. Dann meinte ich auch so, nee, aber es geht ja hier auch jetzt nicht um uns oder um die Familie oder so, sondern es geht ja einfach mal darum, dass man voneinander, von einem selbst mehr erfährt. Also fand ich jetzt sehr gut, dass du das intuitiv richtig gemacht hast. Ich hatte ein bombiges Jahr. Also 2018 war tatsächlich in vielerlei Hinsicht das beste Jahr in meinem Leben, muss ich wirklich sagen. Wer auch hier regelmäßig zuhört, der hat ja auch so einfach nur so die großen Highlights mit hier irgendwie im Bollands und dann irgendwie 5-Sterne-Hotel-Urlaub und dann im Hotel Savoy und den Christian mal kennenlernen und sowas. Ne? Und auch ansonsten führe ich ja einfach ein sehr, sehr schönes Leben, beruflich Geld mit Comedy zu verdienen und zwar nicht irgendwie Hutgeld, sondern halt Gehaltgeld. Ja? Das war auch ein schönes Ding. Mein schönster Tag, kann ich dir allerdings tatsächlich genau sagen, welcher das war. Ich habe mir auch hier im Podcast erzählt, das war, als ich mit meiner Freundin da zu ihr nach Bad Arolsen gefahren bin, in ihr Heimatort, und wir auf diesem Volksfest waren. Und das war der allererste Abend, wo wir da waren. Da haben wir dann so Freunde von ihr getroffen, die kannten mich alle gar nicht. Und dann hatten wir da einen richtig schönen Abend. Und dann haben wir da irgendwie Bierchen getrunken. Und dann habe ich da irgendwie Bratwurst gegessen. Und dann bin ich da noch mit dem 8 Meter hohen Kettenkarussell gefahren und sowas. Und ich weiß, es war auch tatsächlich genau der Moment dann da oben, wo ich dann auch so gemerkt hatte,
worüber macht man, warum ist man eigentlich so oft so verbissen und es muss dann jetzt irgendwie, weißt du, es ist auch geil in einem 5-Sterne-Hotel. Es ist auch irgendwie toll, sich einen 400-Euro-Hut zu kaufen und sowas, aber ich glaube auch, und das klingt jetzt auch so ein bisschen kalenderspruchartig, aber das ist auch nicht, das ist nicht Glück. Also du kannst damit auch Glück erzeugen. Natürlich ist es ein schönes Gefühl, wenn ich mir dann den Borsalino irgendwann kaufe oder so, oder auch im Bollands dann halt irgendwie einfach da einen vierstelligen Betrag hinzulegen und zu sagen, ja, dann bringen sie uns halt noch eine Flasche Champagner oder sowas. Das ist auch schön. Ich glaube aber, wenn du jetzt nur das machen würdest, dann wäre das für dich ja gar nichts Besonderes mehr. Und für mich war es da eine ganz tolle Erkenntnis, dass ich auch einfach gemerkt habe, ey, wenn das jetzt alles nicht mehr da wäre, dann würde ich immer noch Glück empfinden. Weil das war ein Abend, der hat ja gar nicht viel Geld gekostet. Ja. Ne? Also ich glaube, ich habe an dem Abend 20 Euro ausgegeben oder sowas. Ich werde in meinem Leben nicht in die Situation kommen, dass ich sage, oh nein, ich habe 20 Euro, habe ich nicht mehr. Ja? Das ist wirklich völlig ausgeschlossen. Und das vor allem nicht, wenn das bedingungslose Grundeinkommen irgendwann kommt. Wenn das bedingungslose Grundeinkommen nach Julian Leithoff irgendwann kommt, dann auf gar keinen Fall. Aber das war halt eben einfach so der schönste Tag tatsächlich, das so zu erkennen. Ne? Aber nur... Generell war 2018 geprägt von schönen Momenten, an denen du auch ganz viel teilhattest. Ne? Also was wir hier immer, es ist ja auch was Besonderes, ein kreatives Produkt jede Woche zu machen, was auch unter so viel Druck entsteht. Und ich glaube, es gab gar keinen Aufnahmemoment, wo wir nicht mindestens einmal so richtig heftig gelacht haben zusammen und sowas, ja. Das und, ist ja, ja generell, also oft genau, merke ich, dass, also wenn es irgendwelche stressigen Sachen sind oder so, dann ist das ja immer vor der Aufnahme oder danach. Genau. Aber ich finde auch, das ist immer... Genau. Ne? Zusammenarbeit mit dir, das passt optimal, ne? Und wir werden ja auch im neuen Jahr vielleicht verändert weitermachen, aber ich glaube auch, wir haben in dem Jahr auch beide viel übereinander gelernt. Guck mal, es ist ja immer noch so, dass wir zwei jetzt hier nicht die Sandkastenfreunde oder sowas sind. Ne? Und ne, ich habe mich ja auch in dem Jahr jetzt verändert, du hast dich in dem Jahr verändert. Und das ist ja auch irgendwie was Besonderes. Das hätte ja jetzt auch sein können, dass man nach dem einen Jahr merkt, ey, hör mir halt auf mit dem und dass wir jetzt halt keinen Podcast mehr zusammen machen, weil wir irgendwie sagen, ey, nee, ich finde den halt, der ist nur noch an Geld interessiert oder sowas, oder dass ich sagen würde, ja, der dumme Hippie oder so, ja, ne, soll mal ein Familienernährer sein und mal Geld verdienen oder so. Also ist es ja nicht, ne, obwohl wir, und das ist ja auch immer, das ist ja auch ein Feedback, was immer wieder kommt, dass wir beide sehr, sehr unterschiedlich sind, aber dass sich das halt eben auch dann immer hochradiert. Und ich glaube, wir haben runterskaliert, haben wir auch eine sehr, sehr große Schnittmenge, was so Grundwerte angeht. Ich meine, du bist halt natürlich ein Steuerbetrüger und das bin ich nicht. Ja? Du hast es auch im Podcast schon erzählt, nur falls du dir jetzt Sorgen machst. Ja, ne? Du hast halt alles schon erzählt. Ja? Und die sind halt auch schon oben. Steuerbetrüger. Ja? Ja, Steuerbetrüger kann man da ja, also Uli Hoeneß ist ein Steuerbetrüger, aber ich bin doch hier einfach nur der kleine Mann, der halt guckt, wie er zurechtkommt, der sich halt das zusammenklaut. Aber um die Frage zu beantworten, es war der Viehmarkt in Bad Arolsen und Urlaub für nächstes Jahr ist auch schon eingetragen. Ich werde dann natürlich nicht dieses Erlebnis so wiederholen können, aber auch da, vielleicht fand ich das auch so schön, weil ich da gemerkt habe, ich kann mich auch auf sowas einlassen. Ne? Ich bin jetzt nicht irgendwie in dem Jahr, ich habe noch nie so viel Geld verdient wie in diesem Jahr. Ja? Und ich bin jetzt aber nicht irgendwie versnobbt geworden oder dann so, haben Sie kein Craft-Bier hier oder ja, gibt es hier keinen Riesling auf diesem Fest oder sowas. Ne? Dass ich das halt zwar auch alles genießen kann, auch mal ins Sterne-Lokal zu gehen, aber dass ich dann halt auch am nächsten Tag mich irgendwie über einen McRib bei McDonald's freuen kann. Das war mein schönster Tag. Das war der Blick in die Vergangenheit. Ist cool, ne? Ja. Also funktioniert ja echt auch wirklich, dass man so ins Reden kommt, ne? Wobei ich es auch witzig finde, dass ich hier mit so einem, ja, ich habe mal so Fragen mitgebracht, dass man ins Reden kommt in einer Situation mit einem Typen, mit dem ich halt jede Woche eine Stunde genau das mache. Damit man endlich mal was zu reden hat. Genau, damit wir mal irgendwie hier ins Reden reinkommen. Jetzt machen wir noch den Vorausblick und dann machen wir hier einen Sack zu. Ne? Du musst ja auf die Piste, musst ja Skifahren oder was. Nee, wir müssen vor allem hier noch ein paar Songs aufnehmen für Songs, unsere Patreon-Supporter. Ja, richtig, wir haben hier fleißig jetzt die Woche Songs für euch geschrieben. Freut euch schon mal. Julia, ein Vorausblick auf deine nächsten 12 Monate. Wofür möchtest du weniger Zeit aufwenden? Ach, als ob ich es gewusst hätte, habe ich ja eigentlich da schon ganz viel in der ersten Frage drin gehabt. Nämlich mit weniger Zeitaufwand, also das heißt, würde für mich gar nicht bedeuten, Sachen weniger machen, sondern durch weniger Verbissenheit schneller zu Ergebnissen kommen. Also mit dem Fokus bei Einzelnen, gerade so künstlerischen, mehr auf die Leichtigkeit und auf den Spaß, anstatt auf das Strategische, das muss halt super gut werden. Ja.
Deswegen würde ich, auch wenn das ja nur indirekt gefragt wurde, ich habe mir schon ganz konkret Projekte und Ideen aufgeschrieben, die ich einfach nächstes Jahr unbedingt umsetzen möchte. Das sind vor allem teilweise Sachen, die auf der Bühne so entstanden sind. Also zum Beispiel der Balea-Song, da würde ich sehr gerne jetzt für nächsten Sommer dann irgendwie einen Videoclip dazu tatsächlich machen. Ja, sehr schön. Bei all dem immer weniger Zeit in die Perfektion der Umsetzung, sondern eher. Ja, das ist ein guter Punkt. Ja. So, ja, das dafür weniger Zeit und dafür eben ganz viel. Also ich habe so viele Sachen, auf die ich mich freue. Alleine jetzt, dass ich nach, ich glaube jetzt 6 Jahren der Warterei jetzt wirklich wieder die Ärzte zurückkommen. Das ist wirklich kann sich. Also, wobei doch, wenn man das hier hört, wie oft das zur Sprache kommt. Man kann sich bei kann dir schon vorstellen. Schon vorstellen, ja. Das, und allein jetzt zu wissen, dass ich nächstes Jahr eben dann nach Warschau fahre und dann da auch beim ersten Konzert seit 6 Jahren. Und wenn du dir dann 8 Stunden lang im Backstage an der Hintertür, wenn du dann da stehst, vielleicht kommen sie dann raus. Ne? Deswegen, das ist natürlich so meine große Hoffnung, dass ich euch hier irgendwie auch dann über Facebook irgendwie ein Foto schicken kann, wo ich dann wahrscheinlich der glücklichste Mensch auf der Welt und so ein gelangweilter Fach in Urlaub daneben. Daneben so nicht noch so. Warum eigentlich niemand eine geile Alte, sondern immer nur minderjährige Mädchen, an die man nicht dran darf und so Familienväter, die so, ja, seit meiner Jugend. Ja, deswegen da natürlich riesige Vorfreude und dass ich ich habe wirklich so eine Liste, also die Liste, wo sonst immer stand, okay, was steht nächstes Jahr an, habe ich wirklich Sachen, die Spaß machen 2019 und da steht schon so viel, sowohl Privates als auch Künstlerisches und also ich blicke voller Freude, also Vorfreude auf 2019. Das ist ja halt auch sehr, sehr gut. Ich glaube, Und einen Satz dazu. Ich glaube nämlich, dass es ganz viel auch darauf ankommt, was für eine Geschichte man sich selbst erzählt. Weil ich glaube, dass auf der Liste mit Sachen, die ich unbedingt machen will, weil ich sie cool finde, würde bestimmt ganz viel Schnittmenge sein zu der Liste mit, ja, was strategisch Sinn macht. Vielleicht würde ich da dann auch irgendwie zu dem Balea-Song kommen. Aber dann würde es immer sein, ja, das steht jetzt als nächstes an und dann muss ich ja mal schauen und sowas. Dann, du erzählst dir was anderes, als wenn du sagst, ja, und jetzt mache ich etwas, wo ich auch richtig Spaß dran habe. Ich habe dir auch vor der Aufnahme von einem Projekt erzählt, das ist ja auch was. Das kann man dann einfach mal umsetzen. Das sollte man aber immer mit Spaß umsetzen und nicht mit, oh, jetzt muss ich hier noch und sowas. Ja, das sollte es dann nicht sein. Ne? Also auch die Patreon-Songs, für alle, die es bei den letzten Folgen nicht mitbekommen haben, der Julian und ich haben ja gesagt, alle, die bis zur letzten Folge war es ja, glaube ich. $5? $5 bei Patreon monatlich, denen das monatlich $5 wert ist. Ich finde nämlich auch dieses Spendending. Wir sind ja kein gemeinnütziger Verein, wir sind ja ein kapitalistisches Produkt, ja, und beide neoliberal, ja, Julian vor allen Dingen, ja. Da die Songs zu schreiben, das hat ja auch richtig Spaß gemacht. Das war für mich in dieser Woche kein Ding, und es waren jetzt auch ein paar Songs, das waren nicht nur 3 oder so, ja, wo ich auch dachte, hey, das macht doch jetzt auch echt Spaß, da auch mal sowas zurückzugeben und so. Und das sollte man immer. Natürlich macht nicht immer alles permanent nur Spaß. Ja? Und ich glaube auch, du solltest bei deiner Liste darauf achten, dass du nicht im September dann denkst, oh nein, ich habe erst 3 Sachen von der 20 Positionen enthaltenen Liste abgearbeitet und sowas, sondern dass das halt eben für dich einfach eher ein Leitfaden ist und nicht irgendwie, das muss ich dann aber auch absolut alles machen. Nee, ist sehr gut, ja, sehr gut. Aber ist doch auch cool, wenn man so merkt, man hat sich da so weiterentwickelt. Ja, aber das ist ja auch ein anderes Bild, ob man irgendwelche Projekt hat ja auch immer sowas wie Hürde. Eben. Oder ob man einfach Sachen, oh geil, ich hoffe, jetzt, wann kommt endlich die Zeit, wo ich mich damit auseinandersetzen kann? Ja. So, André, sag du noch schnell, weil ich gucke hier sehr streng auf die Uhr, wir sind schon. Wofür möchte ich weniger Zeit aufwenden? Es sind Filme, aber eine bestimmte Art von Film. Ich bin ja ein großer Filmfan, so wie du ja auch. Und, ich habe gestern zum ersten Mal Die Geister, die ich rief, gesehen. Sehr gut. Hast du den schon mal gesehen? Den habe ich auch schon mal gesehen. Sehr verstörend übrigens, dass da nicht Arne Elsholzen, sondern Manfred Lehmann, der Sprecher von Bruce Willis und von Tommy Lee Jones, das ist der einzige Film, wo der die Synchronstimme hat. Und also ich glaube, wenn es ein No-Name gewesen wäre, wäre es nicht so schlimm gewesen. Aber so ist es so irritierend. Du bist auch der einzige Mensch, der dann auch so Synchronsprecher und sowas namentlich benennen kann und so. Ja. Kenne ich niemanden sonst, weil das so ist. Ja, der dann auch so, ja, ist ja auch ganz besonders da, der Sprecher und so. Ja. Ich kenne halt auch keinen. Ich habe jetzt auch schon vergessen, wie der heißt. Ja. Unfassbar. Ich habe gestern 3 Haselnüsse für Aschenbrödel geguckt.
Kennst du den? Natürlich. Klassiker aus der DDR. Auch, finde ich, ein ganz verstörender Film. Habe ich gestern zum ersten Mal gesehen. Vor allem ist da die Aschenputtel ist so hässlich. Das finde ich so schwierig. Was? Nee, warte, stopp. Er ist so hässlich. Der Typ geht, aber die Alte ist schon geil. geht schon. Aber ich finde, der ist ganz merkwürdig und eher so skurril und witzig als irgendwie so schön. Meine Freundin fanden halt leider super. Jetzt werde ich mir den wohl jedes Jahr so reinziehen müssen. Hast du ihn zum ersten Mal gesehen? Ich habe ihn zum ersten Mal gesehen. War bei uns keine Tradition irgendwie. Wahnsinn. Ja. Ich durfte nie Fernsehen gucken, aber das durfte ich. Aber alte DEFA-Filme aus der DDR, die durften dann schon gezeigt werden. Das war dann schon okay. Die mussten. Wo dann irgendwie der Fuchs erschossen wird und dann sieht man halt erst noch einen lebendigen Fuchs auf dem Boden liegen, dem die halt einfach nur so einen Pfeil daneben gelegt haben. Nix. Schnitt. Eine Sekunde später ein komplett tiefgefrorener, steifgefrorener Fuchs mit einem Pfeil in sich drin stecken. Ja, ganz merkwürdig. Oder wenn die da diesen Vogel erschießen und dann einer so von der Seite halt so den Vogel reinbringt. Schwierig zu machen. Die technischen Märchenfilme sind super. Filme. Und zwar möchte ich weniger unter der Woche, meine Freundin muss ja meistens sehr früh aufstehen, wenn die dann irgendwie ins Bett geht, dann so, dann gucke ich jetzt noch einen Film und weiß aber halt so, ich will auch eigentlich in einer Stunde ins Bett gehen, ja, und dann fange ich halt nochmal so einen Film an und gucke den dann so halbherzig. Da denke ich mir jetzt tatsächlich, die Zeit, dann male ich lieber noch ein bisschen oder Serien. So. Nee, Serien fange ich nicht jetzt doch nochmal auf meine alten Tage damit an. Das möchte ich gern weniger machen. Weniger so dieses, dann gucke ich jetzt halt nochmal Matrix eine Stunde lang und dann mache ich den halt aus und gehe ins Bett. Das muss nicht sein. Hm? Matrix. Ja. Top-Film. Den hast du aber mal gesehen, oder? Ersten Teil. Und mehr muss man da auch nicht gesehen haben, habe ich gehört. Man kann die anderen auch noch mal gucken, aber der erste ist schon mit weitem Abstand wirklich der beste. Ja, auch so ein ganz prägender Film. Ne? Julian, Fatalis, zufrieden? Super. Ist cool, ne? Macht Spaß. Also wenn ihr das auch haben wollt, einfach über meinen Affiliate-Link bestellen. war nicht gesponsert, aber ich fand es auch tatsächlich eine ganz schöne Sache. Ich nehme es einfach mal mit, mal gucken. Ja, und gucken wir vielleicht muss jetzt ja nicht nur zum Jahreswechsel, kann man ja auch, vielleicht lassen wir es mal so ab und zu einfließen. Lassen wir es ab und zu dann immer mal so. Wie verbringst du dein Weihnachtsfest? Ich wiederhole nochmal, weil es mittendrin kam. Nächste Woche André allein. Vorglüh-Edition, ja. Blüht mit mir rein ins Silvesterfest. Lasst euch von mir angesäuselt anrufen. Schickt mir eure Nummer per PM an André Georg Hasehase mit 2 A oder bei Die Therapie bei Facebook oder an mail@die-therapie.com oder ans Therapietelefon, dessen Nummer ich nicht auswendig weiß. Ja. Und dann, also die nächsten vier Wochen. Genau, die Wochen. Nächsten vier. Julian ist am 27.01. kommt die nächste Folge mit Julian. Ne? Frisch. Also mit mir geht es jetzt hier frech durch den Januar. Ja, bei mir zu Hause dann auch schön aufgenommen. Ja, ich lasse mir ein bisschen was einfallen und an alle zarten Seelchen da draußen, es wird schon nicht so schlimm werden. Julian kommt dann ja Ende Januar zurück und packt euch dann wieder in euren verblendeten ideologischen Kokon ein. Also ein bisschen Realität. Ja gut, vielleicht wird die andere Crowd so laut, dass ich gar nicht mehr zurückkommen darf. Nee, ich darf gar nicht mehr. Genau, gucken wir mal. Ich wünsche auf jeden Fall allen ein tolles Weihnachtsfest, einen guten Rutsch und dass alle Vorsätze, die man sich vornimmt, auch irgendwie möglichst lange eingehalten werden. Danke allen, die jetzt dieses Jahr mit uns hier so fleißig gelauscht haben. Also finde es wirklich, muss man auch mal sagen, ist richtig cool jetzt auch nochmal über diese Sprachnachrichten, dass man wirklich so einen Bezug bekommt zu der Crowd. Weil ja auch nicht jeder bei Facebook ist. Ne? Also sind ja jetzt auch bei Patreon ganz viele, wo wir dann auch so, ja okay, wir schreiben jetzt einen Song, aber ja keine Ahnung, die haben ja gar kein Facebook-Profil. Ich finde, das hat wirklich auch das ganze Format total bereichert, dass man auch nicht immer nur so ins Leben sendet und so international, das finde ich ja auch toll. Ne? Ja, Wahnsinn, deswegen, das ist. Und viele hübsche Frauen dabei. Das ist ja auch, wir sind ja quasi der Michael Ammer, die Michael Ammer Party unter den Podcasts, ja, also. In dem Sinne, das war die Therapie für diese Woche. Für dieses Jahr! Stimmt ja, ja, das war die Therapie. Es ist so, für dieses Jahr, ja. Das war die Therapie für dieses Jahr. Kommt gut nach Hause, es sei denn, ihr schmückt gerade den Weihnachtsbaum oder hört diese Folge erst nach Weihnachten. In jedem Fall, remember, Julian loves you. Okay, und wir hören uns nächste Woche mit Real Talk. Bye!
Na, habt ihr auch so viel Lust auf ein verkopftes Wortspiel? Na, dann legen wir doch gleich mal los. Welche Frage stellt eine interessierte Spanierin ihrem deutschen Ehemann als allererstes, wenn dieser nach langer Haftzeit an Weihnachten aus dem Gefängnis entlassen wird? Feliz Navidad. Feliz Navidad.